Ja, meine Damen und Herren, guten Morgen. Ich möchte natürlich heute die Sachen nachholen, die noch offen sind. Und das erste Thema, mit dem ich mich jetzt hier einfach mal beschäftigen möchte, das geht relativ flink, ist Arbeiten mit mehreren Tabellen. Wir haben ja eine entsprechende Software vorrätig, die ich als erstes mal starten möchte. Vielleicht nochmal für alle. Ich werde das also rein praktisch vorführen. Es geht also hier im Endeffekt darum, mehrere Tabellen anzulegen und diese Tabellen entsprechend auch auszuwerten, bis hin zum Bilden von entsprechenden Views. Das ist eigentlich Ziel. Ich fasse das relativ kurz zusammen. Für Sie soll das natürlich so sein, dass Sie das nachvollziehen können. Ich mache hinterher noch eine Aufzeichnung über die Möglichkeiten Update im SERP und dann sind wir einigermaßen, dann sind wir einigermaßen davor. Ne? Das wollte ich eigentlich mal sagen. Ein kleiner interner Hinweis für die Studenten: Im SQL-Bereich liegt die Abgabe ihrer Übungen offen. Abgabe der Übung 23.07. 8 Uhr spätestens, 7 Uhr, ne? Ich glaube, ich habe 7 Uhr reingeschrieben. Gut, dann lassen Sie uns einfach mal beginnen. Also hier unten habe ich das nochmal reingeschrieben, dass Sie das auch wissen. Basis dieser ganzen Problematik ist der Testserver, den wir uns schon aufgebaut haben. Und damit können wir also sehr gut arbeiten. Das wird also eine rein praktische Geschichte jetzt werden. Das System heißt XAMPP, das Control Panel. Das ist das Erste, was Sie öffnen müssten, um diese Übung mit nachzuvollziehen. Darum geht es. Ne? So, was wir brauchen, ist der Apache und der MySQL Server, falls wir da brauchen, weiß ich. So. Das ist eigentlich alles. Damit haben Sie natürlich sofort den Zugriff auf Ihr System. Geben Sie einfach 127.001 ein und dann sehen Sie sofort diese Oberfläche. Das ist Apache, MariaDB, PHP und Perl. Und öffnen hier das Administrationsprogramm PHP MyAdmin. Das dauert noch ein bisschen, bis das gestartet ist. Und dann klappt das eigentlich relativ gut. Sie sehen hier auf der linken Seite Datenbank, die möchte ich also mit Ihnen nochmal nachvollziehen. Da haben wir noch nicht so viel gemacht, da haben wir den Kunden drin, das heißt, ich werde alles nochmal löschen und fange dann entsprechend an, dieses Beispiel, mal das auch ein bisschen illustrieren, hier entsprechend abzuarbeiten. Ja, also über Datenbank kann man das nochmal löschen, ich nehme das nochmal raus und dann geht das also los. Ich hatte schon mal angefangen, Stückchen, aber habe das dann wieder verworfen. So, weg damit. So, die Oberfläche bietet uns natürlich die Möglichkeit, entsprechend auf die Datenbank selbst zuzugreifen oder eine Datenbank anzulegen. So, Datenbankname neu, das lassen Sie bitte auf UTF-8 stehen. Das ist praktisch eine Zeichensatzvorgabe, die wir hier brauchen unbedingt. Und der Datenbankname war Autovermietung. So, nun will ich einfach mal anfangen, ein bisschen was anderes noch aufzuzeichnen, was Sie also auch haben. Warten Sie mal, ich muss mal die eine Kamera noch einschalten, schnell, das habe ich vergessen. Passiert. Geht aber schnell. Und damit ich hier das mit aufschreiben kann, ne? Jahrzehnte lang. Nein. So, ich kann das mal einschalten hier. Ich hoffe, dass das sofort geht. Genau, die Wiedergabe. Die sind ein bisschen alle angehangen. Ja, so, da sehen Sie das kleine Bildchen. Und wir wollen also heute beginnen. Vielleicht nochmal generell. Wenn Sie auf eine SQL-Datenbank zugreifen, das ist also mal so: Sie haben hier mehrere Datenbanken. Datenbanken 1 bis N und jeweils Datenbank 1, da können Sie entsprechend die Tabellen 1 bis Tabellen N unten anlegen. Was Sie auch machen können, sind das unsere Views. Kommen wir gleich mal dazu. Ne? Das sind die Views, die hier noch mit reinkommen. Das heißt, Sie müssen dann hier an der Stelle auch, warte mal, geht noch, nein, muss man hier was gucken. Ich hoffe, die Tonaufzeichnung geht. Ja, das müsste eigentlich
ordentlich funktionieren. Ne? Gut, dann haben Sie hier die Möglichkeit, eine weitere Datenbank anzuhängen. Und hier noch eine, können Sie machen, wie Sie wollen. Und jeweils die Datenbanken entsprechend nochmal extra die Tabellen zu verwalten. Innerhalb eines Konstruktes sollten Sie keine Namensgleichheit haben. Achten Sie auf die Notation. Ich habe ja gesagt, die Sonderzeichen weitestgehend weg. Nehmen Sie einen Underline. Den können Sie nehmen. Also wenn hier A, Underline A steht, dann können Sie das nehmen. Zum Verteil und Großkleinbuchstaben würde ich weitestgehend darauf verzichten, um mir keine Namenskonflikte mit heraufzubeschwören. So, was wollen wir jetzt machen? Wir machen das mal ganz einfach. Das ist natürlich jetzt nicht vollständig, aber dass wir mal einen Einsatz kriegen. Es gibt also eine Autovermietung. Der hat neu aufgemacht. So, und was macht der? Der führt einfach ein Buch. Wer zu ihm kommt, schreibt hier meinetwegen rein das Datum, die Adresse, seine Fahrzeuge. Unten ist das die Adresse, Fahrzeuge. Und hier hinten hat er meinetwegen noch die Ausleihe. So, wenn Sie natürlich so rangehen an die ganze Geschichte, gibt es richtig Probleme. Ich mache da 1, 2, 3. Ich kürze das mal ein bisschen ab. Hier ist das Datum, D1 bis DN. Und die Adressen, ja, A, DDR1, meinetwegen. Dann kommt der aber nochmal. Dann kommt der nochmal, der Kunde. So, dann haben Sie hier schon eine Redundanz drin. Ganz abzusehen davon, dass Sie also in der Adresse meinetwegen den Vornamen haben, Sie haben den Namen, Sie haben die Postleitzahl und so weiter. Das heißt, die Sachen liegen A nicht in atomarer Form vor. Die gleiche Situation finden Sie hier bei den Fahrzeugen und auch bei der Ausleihe. Das heißt, wenn ich einen heransetzen möchte und möchte diese Tabelle auswerten, elektronisch beziehungsweise über Datenbankmitteln oder mit Datenbankmitteln, dann geht das nicht. Das kann er also vergessen. Aber das ist der erste Ansatz. Das heißt, nur um das nochmal zu sagen, in der ersten Stufe müssen Sie die Tabelle in die erste Normalform bringen. Die erste Normalform heißt, alle Attribute sind atomar. Sind atomar. Atomar bedeutet, Sie legen für jeden dieser Beispiel Name, Vorname, Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer. Ja, Sie ziehen also hier praktisch den ganzen Trödel auseinander und sagen, bitteschön, das ist meine Adresse des Kunden. Ganz wichtig. So, erster Punkt. Zweiter Punkt. Redundanzen. Wenn Sie die erste Normalform haben, können Sie daraus die zweite Normalform bilden. Die zweite Normalform, und damit wollen wir eigentlich auch beginnen, das reicht dann schon vollkommen zu, können Sie also einsetzen, um mit Datenbeständen exakt zu arbeiten. Das macht sich sehr gut. Das macht sich wirklich sehr gut. Das heißt, Sie können also hier sagen, Redundanzen. Kunde 1 ist mehrfach da gewesen, Kunde 2 nur einmal. Das wäre eine Redundanz. Aber auch bei den Fahrzeugen. 06, 06, 06. Ja. Die sind nochmal Kennzeichen. Da haben Sie hier Redundanzen. Ne? So, und die muss man natürlich beseitigen, indem man die Objekte, ich sag mal, oder indem man die einzelnen Attribute nach Objekten zusammenfasst. Ne? So, das könnte jetzt zum Beispiel sein, dass man sagt, man hat ein Objekt Kunden. Das ist dann die Entität Kunden mit der entsprechenden ID, die verschlüsselt wird. Dann haben wir eine Fahrzeuge, auch eine ID, wird auch wieder verschlüsselt. Und hier hätten wir meinetwegen eine Ausleihe. So, und das wollen wir jetzt mal machen. Ich habe jetzt eine ID. So. Das heißt, der Kunde, der kann einmal ein Fahrzeug leihen und ein Fahrzeug kann natürlich auch M mal ausgeliehen werden. Das heißt, wir haben hier die Situation N zu M. Und das lösen wir mittels dieser Ausleihtabelle auf, indem wir sagen, ein Kunde kann N mal ein Fahrzeug ausleihen und ein Fahrzeug
kann m mal ausgeliehen werden. So, wir haben hier unsere Relation. Ja? Gut. Das war die Vorrede. Und jetzt machen wir das konkret. Das heißt, wir werden jetzt die drei Entitäten Kunden, Ausleihe, Fahrzeuge bilden und werden sie entsprechend verknüpfen. Und Ende soll also heute sein, dass wir also ein View bekommen, hatten wir schon mal gemacht in der Richtung, wir würden ein View bekommen, wo wir die Auswertung haben, wo wir eine Kundenliste haben und anhand dieser Geschichte werde ich nachher natürlich die Insert und Update Erklärung noch abgeben. Wenn wir also beim Select nochmal, das ist auch wichtig für Sie, dass Sie Daten abfragen können. Dann würde ich mich schon freuen, wenn das in der Prüfung nachher klappt. Gut. Also weiter im Text. Schalten wir das Ding mal wieder weg, das brauchen wir nicht. Machen wir es mal konkret. Und wir gehen also hier in die Situation herein, die Autovermietung, und wir erzeugen als erstes unsere Entitäten. Unsere Entitäten heißen, hoffentlich mache ich das richtig, ich will das mal hier ein bisschen anders halt machen, Sie werden also sehen, es geht relativ schnell. Sie können natürlich, was ich jetzt hier mache, also wenn ich jetzt mal gegen sage, ich mache jetzt die Tabelle Kunden, ja, dann heißt die Kunden, Tabelle Kunden, die heißt Kunden. Ich kann aber auch die Kunden direkt, das kann ich jetzt hier machen, indem ich vier Spalten aufbaue. Ich will Ihnen aber heute einmal zeigen, wie man das auch anders machen kann, ich mache das erstmal so. Also vier Spalten und dann werde ich es nochmal per Hand machen, dass Sie auch sehen, das geht alles über SQL. So, ich kann also hier oben, ich fange also hier mal an mit dem ersten Typ. Das ist meine KDNR, ja, meine Nummer. Das soll also wieder mein entsprechender Wert sein. Ich gehe hier mal auf 13, das ist praktisch, oder 11 reicht auch zu. Das ist die entsprechende Größe dieses Integers. Und ich hatte Ihnen gesagt, jede entsprechende Tabelle ist mit einem Primary zu versehen. In dem Falle ist das die KD-Nummer von dem Kunden, einmalig. Ja. Und ich könnte also jetzt auch hier den Vornamen mit einbringen. Machen wir es mal. Vorname. So. Und ich bringe hier an der Stelle nochmal natürlich ein V-Char, das ist verdichteter Char mit ein. Ich glaube, 40 Zeichen. So. Das könnte ich jetzt weiterführen, das ganze Ding. Ich kann das ja auch speichern. Und passen wir auf, was da passiert. Ich will Sie mal auf eine Sache hinweisen, die wir also hier oben auf alle Fälle nochmal sehen. Leider hat das nicht gezeigt. Schade, schade, schade. Dann werden wir das mal anders machen. Wir werden mal diesen kleinen Ansatz exportieren. Ja, das heißt, ich gehe mal auf, werde die Daten mal auslesen und schauen uns die mal an. So, das kann man ja einfach mal machen und über SQL, und ich möchte es einfach mit OK bestätigen. Und wir schauen uns mal den Export genau an. Das, was jetzt exportiert wird, das heißt, die Entität wird exportiert. Und wenn wir die mal öffnen, ich hoffe, das geht, dann sehen wir das hier. Ich hätte was anderes öffnen sollen, aber Kunden SQL, hier sehen Sie das, ja. Aber hier sehen Sie eigentlich die Struktur. Ist das überhaupt? Nö. Gucken wir mal, wie es ist. Ja. Ja, das hat sich blöd gelaufen jetzt hier. Ich jetzt hier ein bisschen verhastet mit der Anzeige da angezeigt. Jetzt hat der Bild schon wieder weg. Falsch gemacht. So, rüber ziehen, was denke ich, komme ja nicht ran. Ich warte nicht hier drauf, muss man das Bild mal hier ein bisschen anders hinlegen. Das ist alles. So, wenn ich das Ding habe. Okay, ja, hier unten haben wir es. So, jetzt schauen Sie sich das mal hier unten an. Das will ich mal rauskopieren, diese Ecke. Und dann erkläre ich Ihnen das. Habe ich gesucht. Jetzt schließen wir, brauchen wir nicht mehr. So, ich werde anschließend nochmal die Entität Kunden löschen an der Stelle.
Und ich will Ihnen heute mal ein Verfahren erzählen, wie Sie das also ganz fein auch ohne irgendwelche Hilfsmittel hinbekommen. Es könnte nämlich auch sein, es gibt einen Befehl, der heißt Create Table. Create Table, if not access oder was weiß ich, was Sie da reinschreiben. Das ist also nur eine einschränkende Bedingung. Also wenn Sie hier drin sind in der Autovermietung SQL, dann können Sie natürlich hier auch die Create Table mit eingeben und jetzt kann man sich das hier nochmal sehr schön anschauen. Kundennummer ist not null. Ich kann aber auch dahinter Autoinkrement noch einsetzen. Ja? Ich kann das also wirklich jetzt als Auto, habe ich das gemacht, Autoinkrement mit reinsetzen. So, und ich kann natürlich dann hier an der Stelle auch noch ein bisschen was zusetzen. Das habe ich schon mal vorbereitet. Müsste eigentlich gehen. Wie ich das hier gemacht habe, weiß ich nicht, aber ich glaube, es müsste gehen. Das heißt, ich kann hier mir mal eine, das habe ich ein bisschen vorbereitet, ne? Das dauert so lange, aber ich kann natürlich hier entsprechend weitere Felder einfügen, so wie ich es jetzt gemacht habe. So, ich habe den Vornamen hinter eingesetzt, ich habe den Namen eingesetzt, Geburtsdatum, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort. So, hier hinten steht noch ein Komma, weil jetzt noch was dahinter kommt. Das ist nämlich eine ganz wichtige Sache. Hier haben wir ja eine öffnende und eine schließende Klammer. Die haben wir ja hier, das sehen Sie. Und da kann man noch was reinschreiben. Und zwar, wir müssen unbedingt noch den Primary Key hier dazusetzen. Den müssen wir hier noch mit reinsetzen. Das heißt also, hier unten kommt noch der Primary Key rein. Und dann gibt es keine weiteren Informationen dafür. Das heißt, Sie sehen hier, ich habe den Primary Key gleich wieder zugesetzt. Und diese Anweisung, die Sie hier sehen, keine Angst, das kriegen Sie alles als Folie noch geliefert. Ich kann also hier über Create Table diese Sache anlegen. Das mache ich mir natürlich einfacher. Der Aufbau ist ganz einfach. Hier vorne steht maskiert das Attribut. Hier oben steht die Entität. Und Sie sehen dann Vorname, Name, Geburtsdatum. Und hier hinten nochmal die Option, die Sie setzen können. Es darf also alles nicht leer sein in dem Falle. Das habe ich so festgelegt. Und als letzte wird Primary Key mit angegeben. Ich hoffe, dass das alles funktioniert, wenn ich diese SQL-Anweisung an Server schicke. Das mache ich jetzt. So. Und jetzt schauen wir uns mal die Tabelle an. Jawohl, gehen wir mal in die Struktur hinein und da werden wir also sehen, hey Leute, das hat alles prima geklappt. Das heißt, wir haben die Tabelle komplett angelegt. Schöner an der Sache ist, wir haben auch hier unten nochmal die entsprechende Aktion über den Primary Key angelegt. Ja? Das will ich einfach noch sagen. So eine Sache muss ich noch mal ganz kurz bemerken dabei. Wenn Sie das nachher durchführen, oh, jetzt habe ich das natürlich gelöscht. Ich hoffe, das habe ich noch offen. Das will ich Ihnen noch zeigen. Das wäre schade, wenn das weg wäre. Ja, sonst muss ich das noch mal exportieren. Das ist nicht schlimm. Ich kann das noch mal exportieren, die Tabelle. Ich will sie also noch mal exportieren. Ja, ich will es verlassen. So, ich will die mal exportieren und dann schauen wir uns das noch mal an. Wird also das, was ich da geschrieben habe, natürlich exportiert. Und ich möchte Sie auf eine Sache noch hinweisen, die also wichtig ist. Ich zeige das mal gleich im Ordner an. Ich nehme jetzt mal einen anderen. Ich nehme gleich Öffnungsmöglichkeit war hier in ja, Notepad. Da ist es einfacher für mich. So, nein, aber es. Na komm. So, und hier sehen wir das. Das oben können wir weglassen. So. Diese Geschichte hier, die ist natürlich ganz wichtig. Die ist natürlich ganz wichtig. Und zwar, hier dahinter steht eine sogenannte Database Engine, InnoDB. Es gibt noch eine andere, die heißt SmyISA. InnoDB ist die neuere. Es war also so, dass die InnoDB macht natürlich hier bessere Arbeit. Die ältere war die entsprechende MyISAM. Wir machen das jetzt mittlerweile mit der neueren. Die hat natürlich auch ein paar Nachteile, muss man sagen. Die hat ein paar Nachteile, kann aber auch ein paar Vorteile bieten. Ja? Also zum Beispiel hat sie Rollback, kann aber nicht so effizient arbeiten. Das ist also praktisch eine freie Geschichte, die hier entstanden ist. Und da muss man ein bisschen aufpassen. So, was ich noch machen kann, ich kann den Autoinkrementwert festlegen. Ja, ich kann das also machen. Ich könnte also hier an der Stelle, nehmen wir das in den Kolon hier raus,
und kann hier dahinter nochmal schreiben, nachdem die Datenbank festgelegt ist, Autoinkrement. Autoinkrement 11 bedeutet, es geht bei 11 los. Ja, es geht bei 11 los. Beziehungsweise, wenn ich dort irgendwelche Werte schon eingetragen habe, das kann ich also hier mal machen. Ich lasse das einfach mal auf 100 stehen. Das geht, weiß ich nicht. Wollen wir machen auf 100. Autoinkrement 100. So, dann nehme ich diese ganze Anweisung nochmal raus. Also die Engine ist hier dabei. Nehmen wir das mal hier raus, lass das mal hier stehen. Kopiere das nochmal. Und das Schöne ist, Sie können das natürlich jederzeit hier löschen wieder und haben das, wenn Sie den entsprechenden SQL-Befehl haben, immer wieder vorrätig. Ne? Ich muss da nochmal reingehen. Das war die Autovermietung und dann kann ich die Tabelle Kunden einfach mal wieder löschen. Das ist ein Drop-Table-Befehl. Den sehen Sie hier auch. Ja, Fremdschlüssel wird geprüft. Das kann nur die ImmoDB übrigens. Ja. Da müssten Sie also gar nicht mit Fremdschlüssel arbeiten. Wir machen das aber trotzdem aus didaktischen Gründen. So, und jetzt erstelle ich die Datenbank nochmal. Das heißt also, wenn ich jetzt die Tabelle nochmal, ich denke, das ist alles richtig. Jawohl, den habe ich hier versetzt. Der war erst hier, den habe ich hinten reingesetzt. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich kann Fehler reinkriege. Jawohl. Das hat also alles sehr schön geklappt. Klar kriege ich kein Ergebnis zurück, aber Sie sehen, die entsprechende Struktur der Tabelle ist wieder vorhanden und ich könnte also jetzt hier losarbeiten. Das macht sich eigentlich recht ordentlich, sowas. Wir müssen jetzt die anderen beiden Tabellen noch anlegen. Da mache ich auch mal ein Auto-Inkrement hier noch mit rein. Hoffentlich klappt das auch, was ich hier mir ausgedacht habe. Ich werde das mal hier, habe ich vorbereitet. Ich kann jetzt nicht jede Tabelle hier machen, ne? Das ist klar. Aber Sie können das natürlich dann nachvollziehen und kriegen das auch von mir geliefert. Was Sie nicht machen sollten, wäre natürlich, diese entsprechenden Daten hier mit zu vermischen. Das heißt, wenn Sie mit zwei Database-Engines arbeiten, dann sollten Sie auf alle Fälle aufpassen, dass die sich nicht in die Haare kommen. Ich habe das hier nochmal vorbereitet. Legen wir die zweite Tabelle an. Das wäre jetzt die Ausleihe. Nur mal hier rein. Legen wir die Ausleihe an. Ich hoffe, dass das hier alles läuft, dass der freigeschaltet ist. Ja. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Das sieht also ähnlich aus. Der liegt wieder auf Auto-Inkrement. Ausleihe. Dann haben wir die Ausleihnummer. Dann haben wir einen Ausleihtag. Dann haben wir einen Rückgabetag. Über einen Ausleihtag und Rückgabetag können wir natürlich die gesamte Mietdauer bestimmen. So, und hier sehen Sie FFANR. Das heißt, Foreign Key oder Fremdschlüssel von der Tabelle Fahrzeuge und die Nummer. Die haben wir noch nie angelegt. Aber was wir angelegt haben, ist diese FKDNR. Und hier ist also wichtig, dass der Datentyp des Fremdschlüssels, der ja mehrfach vorkommen kann, ja, das haben wir ja vorhin ganz kurz nochmal angerissen, direkt übereinstimmt mit der entsprechenden Primary Key Abstimmung. So, und was ich hier noch hinten habe, ist Time Date. Das heißt, hier haue ich einfach nochmal ein entsprechendes ein Marker rein, wann das Ding geschrieben wurde, der Datensatz. So, Primary Key, die Ausleihnummer und Engine, InnoDB, Default, das haben Sie also hier nochmal schön zusammengefasst. So, also, okay, angelegt das ganze Ding. Zack, und die Ausleihe steht. Denn das geht relativ flink. Wie gesagt, die kriegen die Lehrunterlagen nachher ausgehändigt von mir. So, und jetzt muss ich mal die dritte, jetzt muss ich mir nur noch mal die dritte Tabelle schnappen. Die dritte noch mal schnappen. Das sind die Fahrzeuge. So, die Fahrzeuge. Ich lasse den auch mal auf 100 laufen. Das jetzt geht, das muss ich vielleicht mal abändern. Aber das ist das gleiche Problem, die gleiche Situation. Das heißt also, wir haben hier nochmal eine Create-Table, if not access. Das kann man also nicht abbremsen, falls man was nicht überschreiben möchte, wenn schon was vorhanden ist. Wenn ich den zum zweiten Mal abschicke, dann wird er nicht mehr ausgeführt. Also hier haben wir die Fahrzeugnummer, WLAN Integer 11, not null, Auto-Inkrement festgelegt. Wir haben die Bezeichnung, also von Chart 20, not null. Mietpreis, Integer, entsprechend den Mietpreis als Integer, kann man so stehen lassen, lassen wir einfach stehen. Ne? Wir hätten natürlich auch einen Dezimalwert hier einbauen können, das ist jetzt egal. Dann gibt es hier einen Versicherer. So, jetzt gleich ein Hinweis, wenn ich dort einen Versicherer reinschreibe, das sind also die aufs Fahrzeug geprägten Daten, wenn ich hier einen Versicherer reinschreibe,
Da hat er wieder einfach Forger 100. Sie sehen also, hier müsste wieder die Adresse hinterlegt werden. Der Ort müsste ausgekillert werden, damit man den Ort nochmal richtig bekommt. Und den Kilometerstand, Anfang. Anfang heißt aktuelle, ne? Also Kilometerstand aktuell müsste es heißen. Lassen wir euch mal auf Anfang stehen. Primary Key ist wieder die Fahrzeugnummer und Engine InnoDB Default, den Charset UTF-8 angesetzt und Autoinformat 100. Mal sehen, ob es klappt. Wir müssen natürlich noch ein bisschen was abändern an der Stelle. So, das wäre erstmal die Situation, in der wir uns hier befinden. Die Datenbank ist erstmal angelegt. Es existieren aber noch keinerlei Verbindungen. Wie gesagt, bei der InnoDB können Sie das gleich mitmachen. Bei der Engine, da habe ich das schon mal vorbereitet. Und Sie haben auch hier die Möglichkeiten, entsprechend die Tabellen miteinander zu verknüpfen, ohne dass wir hier den ganzen Quatsch machen müssen. Ja, das zeige ich Ihnen vielleicht noch zum Schluss. Aber erstmal machen wir das so. Wir haben hier die Möglichkeiten, dann natürlich, also mal hier reinschauen, die entsprechenden Werte einzufügen. Ne? So, und da kommen wir natürlich gleich mal zu einer entsprechenden Einlassung. Wir wollen natürlich heute mal Daten direkt einfügen. Und das Einfügen von Daten, dazu gibt es den sogenannten Insert Key. Insert als Schlüsselwort. Hier hole ich ein Papier nochmal hier. Das reicht mal. Also Insert, ihn gleich mal zeigen. Macht den gar nicht so schlecht. Dann können wir das halt auch verbinden mit der entsprechenden Sache. Das heißt, wenn Sie Daten haben, sind die Tabellen leer. Und Sie müssen ja irgendwelche Daten hineinbekommen in die Tabelle. So. Und das Einfügen von Daten passiert über das Schlüsselwort Insert. Kann man sofort machen. Kann es auch verzögern. Insert into. So, und dann kommt die Entität, also die Tabelle. Die kann man natürlich wieder, ich mache das mal Beispiel Kunden. Kunden. So, nach der Entität kommt in einer öffnenden und einer schließenden Klammer, werden die einzufügenden Daten aufgenommen. So, das muss nicht, das kann natürlich entsprechend festgelegt werden. Also ich mache das mal komplett, die KDNR. So, hier ist eine kleine Sache zu beachten. Wenn Sie die Kundennummer hier mit eingeben, dann haben Sie sie ja irgendwo. Ich mache das aber jetzt mal anders. Ich möchte die Kundennummer natürlich nicht mit eingeben. Dann müssen Sie die kennzeichnen. Das werden wir gleich sehen. Dann kommt der Vorname. Die Reihenfolge spielt wieder keine Rolle. Dann kommt der Name. Dann kommt das Geburtsdatum. Weitermachen. Komma. Schreibt das mir unten weiter. Dann kommt die Hausnummer. Die Hausnummer, war das jetzt? Nee, die Straße. Ich mache es bei der Reihenfolge nach. Straße. So, Komma, dann kommt die Hausnummer. Würden Sie nicht verschreiben, ist richtig. Dann kommt die PLZ, die haben wir auch mit drin gehabt. Dann käme der Ort. So, dann kommt der Ort. So, und jetzt aufgepasst. Das sind die Attribute in der Reihenfolge. Die werden in Klammern gesetzt und dahinter folgt das Schlüsselwort Values. Values heißt, jetzt kommen die Werte. Und jetzt werden die Werte wieder in einem Klammernpaar natürlich jetzt definitiv zugeordnet diesen entsprechenden Attributen der Reihenfolge. So, jetzt kommt eine Besonderheit. Wenn Sie jetzt eine feste Nummerierung vergeben, dann kann es Probleme geben. Wenn Sie Autoinkrement gesetzt haben, gehen Sie Probleme aus dem Weg, indem Sie einfach hier Null reinschreiben für die Kundennummer. So, dann kommt der Vorname. Ich deute das jetzt mal an. Oder schreibt mal Hein Müller. Hein, Komma Müller. Wir machen das mal mit Üs, um das mal zu prüfen. Hein Müller und so weiter. Ja? Das heißt, dann kommt hier die
schließende Klammer und dann kommt ein Semikolon. Damit ist der Datensatz fertig. Aufgepasst. Wir werden gleich das Problem mal angehen. So, ich werde mal einfach mal in die Kundendatennummer sowas eingeben, einmal. Und ich habe das vorbereitet, sonst dauert das zu lange mit dem Schreiben hier heute, wenn ich schon sowas hier mache. Dann gehe ich mal in die Kunden rein. Okay, jetzt habe ich Ihnen das gar nicht gezeigt. Das tut mir leid. Also das hatte ich aufgeschrieben. Ja? Also nochmal, Insert into Kunden, KD-Nummer, Vorname, Name, Geburtstag und Datum, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort. Dann kommt das Schlüsselwort Values. Und jetzt entsprechend zur KD-Nummer wird eine 0 zugeordnet. Null, weil ich die Vergabe selbstständig organisieren möchte. Ich hatte geschrieben von Autoinkrement 100, glaube ich. Dann Hein Müller. Das ist der Name, das ist der Vorname, das ist der Name und so weiter. Ja. So, und das habe ich vorbereitet jetzt für Sie mal. So könnte so ein Datensatz aussehen. Wir werden mal sehen, ob es klappt. Gehen mal in die Kunden rein. Und hier schauen Sie mal bitte her. Hier steht jetzt noch, ein Fehler ist hier noch drin, klar, das werden wir gleich abändern. Hier schreibe ich mal Null rein. Oder Sie geben die KD-Nummer gar nicht an. So, mal gucken, was er uns hier anmeckert. Hier ist vielleicht noch was. So, hier mal das hier rausnehmen, das brauchen wir nicht. Sieht ein bisschen blöd aus jetzt, ne? So, das können wir alles rausnehmen. Hinweis. Ja, bin ich ja gespannt. So, über was verschrieben, über eigentlich nicht, vielleicht das passt alles. Ich nehme das, ändere das mal so ab, wie ich das schreiben würde. Dann habe ich mal diese Übertragung dazwischen gekommen. Das ist halt immer das schlimm. Wichtig ist nur, dass Sie unten die Werte maskieren, die Values. Ne? Und dann gehen wir das nochmal durch. Also so würde es zum Beispiel aussehen, wenn es fast in Ordnung wäre. Was hat er denn hier für eine öffnende Klammer? Gefolgt von der Liste wurde bei erwartet. Das werden wir mal sehen, ob das wirklich stimmt. Aber hier ist nämlich der Fehler. Ist kein Fehler, welchen ich zeigen möchte, damit meine. So, das heißt, ich kann den Datensatz so einfügen. Das heißt, wenn ich hier vorne Null schreibe, ich hoffe, dass das auch funktioniert, dann sehen Sie das hier. Da sind die entsprechenden Daten untereinander gerückt. Und wir werden den mal abschicken, den Datensatz. So, warum hat er vorne einen Fehler gebracht? Weil er sagt, eine öffnete Klammer fehlt. Werden Sie gleich sehen. Machen wir im nächsten Schritt. Also, ich setze einfach mal den Kunden hier an. Darf nicht Null sein. So. Das ist genau das große Problem. Also ich hatte das ja vorhin schon angedeutet, dass es hier eventuelle Probleme geben kann. Das aber, ist aber nicht so schlimm. Ich speichere mir das mal ab. Wenn Sie sowas machen, gar kein Thema, dann tragen wir den eben einfach nicht ein. So. Also Sie müssen, Sie können den primär schon jetzt hier weglassen. Und schwuppdiwupp ist er drin. Warum? Wir haben vorhin Autoinkrement auf 100 gesetzt. Sie können sich erinnern. So, dann kriegt er hier, hier ist natürlich was passiert. Ich muss den Datensatz nochmal löschen. Erkläre Ihnen das gleich. Wir haben Autoinkrement nicht gesetzt an der Stelle. Wir gucken mal. Irgendwas ist vorhin schiefgegangen mit dem Einbau. Vielleicht haben wir auch den Key vergessen. Also wenn Sie sowas haben, dass die Kundennummer auf 0 steht, kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, wir würden den zweiten Datensatz nicht mehr eingefügt bekommen. So, dann nehme ich den nochmal raus, will mal hier reingehen und gehe mal in die Struktur und schaue mir erstmal die Struktur an. Und hier sehen wir das schon. Aus irgendwelchen Gründen hat sich hier die Kundennummer nicht als Primärschlüssel dargestellt. Das gucken wir uns nochmal an, warum das hier ist. Autoinkrement und wo haben wir denn das? Autoinkrement. Lassen wir mal. Passen wir auf. Jetzt gibt es natürlich gleich wieder. Wollen wir mal sehen. So. Und jetzt haben wir natürlich den Primärschlüssel hier zu sitzen an der Stelle. Wir müssen natürlich als erstes nochmal versuchen, den Hein Müller zu löschen. Das machen wir auch nochmal. So. Und jetzt werde ich mir das nochmal zeigen. Jawohl. Wirklich löschen. Jetzt gucken wir uns das nochmal an mit dem Null. Ob das auch wirklich klappt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo er den hingesetzt hat. Gucken wir mal. Und siehe da, es klappt. Das heißt, wenn der Primärschlüssel drin ist, dann kann ich das mit Null machen. Ist er nicht drin, kann er es nicht machen. Jetzt hat er natürlich niemals die Nummer 0, hoffe ich.
sondern der hat die Nummer 2. Warum hat er die Nummer 2? Weil an der Stelle natürlich wieder was passiert ist, was ich noch erklären möchte. Dazu werden wir noch mal ein paar Datensätze einfügen. Das mache ich jetzt mal so. Moment, ich hoffe, das kriege ich mit einmal hin. Ich nehme den nochmal mit rein, um auf eine Doppelung hier nochmal die Problematik auf die Doppelung einzugehen. Das heißt also, ich kann den Insert-Befehl auch so ausführen, indem ich sage, der hat die 1, der hat die 2, der hat die 3. Hier wird es Probleme geben an der Stelle hier vorne. Ich mache aber mal Folgendes, ich nehme das mal bewusst hier raus. Wenn Sie das nachvollziehen, müssen Sie es natürlich auch machen. Ich lasse es hier drin stehen und ich nehme die Kundennummer hier vorne raus. Auch das funktioniert. Aber wir müssen doch was tun. Wir kriegen jetzt natürlich den Kunden hier zweimal rein, der Heidenmüller. Ja, den haben wir eben schon mal eingegeben. Aufgepasst, ich schicke das mal ab und gucken wir mal die Kunden an, da werden jetzt vier Stück drin stehen. So, und hier haben wir den Heidenmüller und hier haben wir nochmal den Heidenmüller. Wenn ich alle lösche, ich lösche die alle noch mal raus, alle, dann sind die Daten-IDs hier vorne verbrannt. Das heißt, wenn ich die lösche, wird nie wieder die 2 auftauchen, nie wieder die 3, nie wieder die 4 und nie wieder die 5. Und das gucken wir uns jetzt nochmal an. Ich werde das alles nochmal löschen. Und ich führe die SQL-Anweisung jetzt nochmal aus, so wie sie jetzt hier stand. Aufgepasst, was da passiert. Der schreibt mir die jetzt wirklich 1, 2, 3 hier rein. Das ist ein Sonderfall. Normalerweise würden die nicht mehr benutzt werden. Ich nehme mal Max raus und versuche nochmal diese Anweisung auszuführen. Die 2 ist weg. Und ich führe die Anweisung nochmal aus, indem ich natürlich jetzt den hier rausstreiche. Und den hier rausstreiche und den hier gar keine ID gebe. Und da werden Sie was feststellen, ob das funktioniert. Und da werden Sie was feststellen, dass die 2 nicht mehr belegt wird. Der wird jetzt wahrscheinlich die 4 nehmen. Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, er geht auf die 4. So. Oder auf die 6, weil die 4 auch schon weg war vorhin, ja. Also die 2 ist raus. Das heißt, die verbrannten Nummern sind weg. Das muss auch so sein. Denn stellen Sie mal vor, Sie löschen ein Konto bei der Bank, kommt der eine, der heißt genauso wie Sie. Und da sind wir natürlich beim nächsten Punkt. Wir müssten hier noch einen zweiten Schlüssel einbauen, um sicher zu gehen, dass Sie keine Doppelung einfügen können. Und das hatten wir, glaube ich, schon mal gemacht. Da nehmen wir den Vornamen, nehmen wir den Namen, das Geburtsdatum, die Straße. Postleitzahl, nehmen wir alles mal rein. Und wir können ja einen sogenannten Unique über alle Felder festlegen, kein Primärschlüssel, sondern wir machen einen Unique darüber und den legen wir als Indiz ab. Ja, und damit können Sie natürlich jetzt keine Doppelungen mehr einfügen. Probieren wir es nochmal aus, ob es geht. Den dürfte dann nicht funktionieren mehr und dann sind wir fertig mit der Aktion. Ja, immer sehen, es müssten Fehler kommen. Sehen Sie, das doppelte einfach in 1, sofort Schluss. Ne? Ist sofort Schluss. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Die Werte verändern sich hier auf keinen Fall. Wir haben die Datenbank, also jetzt die Tabelle sehr sicher angelegt. So, jetzt nochmal zurück zu dem Insert-Befehl. Der Insert-Befehl, ich habe den hier nochmal aufgeschrieben. Ihr könnt es sehen, das kriegen Sie nachher von mir. Ich habe den noch jetzt ein bisschen verändert. Den können Sie natürlich so benutzen, wie er hier ist. Müssen Sie alles nochmal löschen. Geben Sie natürlich hier die Values mit an, das heißt die KD-Nummer mit an, dann werden die Werte 1, 2, 3 auf alle Fälle benutzt und überschrieben. Das wollen wir jetzt nochmal sehen. Ja, wir haben es also hier fertig gemacht für Sie. Machen wir alles, was sein soll. Und jetzt könnten wir hier nochmal die Kunden alle löschen. Löschen wir raus. Nur in dem Falle. In dem Falle, wenn Sie es exportieren und wieder zurückschreiben, natürlich wird das ganze Zeug dann gelöscht. Ne? Da brauchen Sie, oder wird überschrieben. Das geht natürlich. Mal hier nochmal rein in das ganze Geschäft. Ctrl-A, Ctrl-V. Zack, haben wir die erste Sache. Schwuppdiwupp, und da haben wir die Kunden so, wie wir sie hier haben. Sie können das also von dem Tableau 1 zu 1 übernehmen. Ja? Das schreibt er dann rein. Unabhängig vom Inkrement, das macht alles nichts. Die schreibt er mit rein. So, jetzt werden wir nochmal die anderen beiden Tabellen diesbezüglich untersuchen, bevor wir die jetzt
füllen. Das sind die Fahrzeuge jetzt. Da haben wir natürlich hier, gucken wir es nochmal rein, das stimmt alles. Aber ich würde trotzdem nochmal die Bezeichnung des Fahrzeuges, das lassen wir alles so, ne? Also das Bezeichnung des Fahrzeugs müssen ja mehrere, A4 oder so. Da müsste natürlich hier nochmal eine entsprechende ID mit rein, Fahrzeugnummer. Hier würde man direkt eine falsche Nummer mit eintragen. Das machen wir aber auch, das zählen wir hoch. So, wenn wir das hier fertig haben, hier ist also nochmal, hier ist nichts weiter zu beachten, dann können wir natürlich hier auch ein paar Fahrzeugdaten eintragen. Meinetwegen für die Fahrzeuge. So, da habe ich mal was vorbereitet für Sie. Das geht also hier wieder. Wenn wir den nochmal vor was machen, schauen wir uns nochmal die Geschichte an. Ich hoffe, da ist kein Fehler drin. Und da haben Sie hier natürlich die Fahrzeuge Insert Into. Hier steht wieder die Entität. Die Fahrzeugnummer, die Bezeichnung. Ich hatte vorhin das rausgeschmissen. Ja, das können Sie natürlich machen. Sie können es auch drin lassen. Wenn man es drin lässt, ist man sogar in der Lage, hier entsprechende Attribute zu verwenden, die mit dem Sonderzeichen beinhalten. Aber das sollten Sie nicht tun. So, wir haben hier Fahrzeuge, Fahrzeugnummer, Bezeichnung, Mietpreis, Versicherer. Dann haben wir Kilometerschein, Anfang. So, und das habe ich hier mal exemplarisch für ein paar Fahrzeuge festgelegt. Ne? So, wir können das ja auch auf Kilometerstand setzen, den Anfang raushauen. Von mir aus machen wir es gleich mal so, ein bisschen abändern das Ding, ja, Kilometerstand. Und dann tragen wir hier meinetwegen den Kilometerstand einfach mal ein von dem Fahrzeug, so, wenn es gefahren wird. Und das wird dann jedes Mal nachgearbeitet. Ne? Wenn der wieder kommt, wird er hier wieder eingetragen, der Kilometerstand. Da können Sie die Kilometer, was der gefahren ist, entsprechend drauf addieren. Das mache ich aber jetzt nicht, das könnte man tun. So, und hier haben Sie natürlich einen Sonderfall. Sie können also mehrere Daten mit einer Insert-Anweisung. Also Insert Into, dann kommt die Entität, dann kommen die Values, die werden hier, Entschuldigung, dann kommen die Attribute und dahinter werden die Values gesetzt. Die sind natürlich hier wieder gleichzusetzen und die finden Sie hier. Das sind also hier einfach ein paar Fahrzeuge und das sind die Mietpreise, die hier stehen und hier sind das die Versicherungen. Und da sehen Sie schon, da haben wir noch Redundanzen drin, die müssten wir mal auflösen, die werden wir aber heute nicht machen. Also, abgeschickt das ganze Ding. Nochmal, Insert Into, Entität, runde Klammer auf, runde Klammer zu. Dort kommen die entsprechenden Values rein, entschuldigt die Attribute rein. Dann wird der Schlüssel überhaupt Value gesetzt und dahinter werden in der Reihenfolge 1 zu 1 Zuordnung zu den Attributen die entsprechenden konkreten Werte gesetzt. Das Schöne ist, Sie können also hier eine ganze Reihe von Daten reinschreiben, das wird auch gemacht. Also wenn Sie 10.000 Daten hätten, würde er das reinkarren, das geht wunderbar. Oh, was haben wir denn hier? Unbekanntes Tabellenfeld, Kilometerstand, na klar, na klar, na klar, na klar. Wir müssen natürlich dann hier auch dieses Datenfeld abändern, wenn wir das schon so hier in der SQL-Anweisung gemacht haben. Es wird also direkt verglichen. Es wird direkt verglichen. Hier haben wir Kilometerstand Anfang zu stehen. Ja, das werden wir jetzt mal bearbeiten. Es geht. Und da können wir das Feld, glaube ich, problemlos einfach mal hier anpassen. Das muss natürlich stimmen, ne? Sonst kriegen Sie die Daten nicht rein. Da können Sie machen, was Sie wollen. So, Fahrzeuge und SQL. Das können Sie also, egal ob Sie im Fahrzeug sind, das läuft woanders. Ne? Hauptsache Sie sind in der Datenbank. Hat das doch nicht gemacht? Ach nee, das war mein Fehler. Habe ich natürlich abgespeichert. Jetzt ist hier das Feld natürlich wieder so, wie ich es da gemacht habe. So, jetzt diese kleine Änderung noch. Ne? So, fertig und Abwurf. Jawohl. Und dann sind wir natürlich hier bei Fahrzeugen drin. Und die Fahrzeuge sind doch entsprechend hier eingeordnet. Ne? Sieht ganz gut aus. So. Was haben wir jetzt noch zu tun? Und das wollen wir einfach mal händisch machen, dass wir hier nicht durcheinander kommen. Das heißt, wir haben jetzt diese beiden Tabellen gefüllt. Und was wir natürlich jetzt auf alle Fälle noch machen müssen, das ist natürlich die Brückentabelle oder die Ausleihtabelle. Es kommt einer und möchte wirklich ein Fahrzeug ausleihen. So, das werden wir jetzt mal händisch machen. 1 zu 1, das gucken wir uns nochmal richtig an von der Tabelle her und tragen dann die Datensätze mal ein. Beziehungsweise können das ja mal so machen. Wir werden ein paar Datensätze von der Vergangenheit wählen, aber wir werden das einfach mal tun. Das heißt also, wenn ich in die Ausleihe reingehe, dann stehen hier keine Datensätze drin. So, und wenn ich nochmal zurückgehe auf dieses Geschmeidel, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, ist es aber eindeutig, dass uns nur Datensätze interessieren,
die Ausleihen sind, beziehungsweise Fahrzeuge sind, die von Kunden ausgeliehen wurden. Ja, wenn es natürlich keine Fahrzeuge gibt, dann brauche ich da nicht weitermachen. Aber Fakt ist eins, diese Ausleihtabelle hier, die ist der Dreh- und Angelpunkt. Über die Ausleihtabelle stellen wir praktisch über den Primärschlüssel zum Fremdschlüssel, über den Primärschlüssel vom Fremdschlüssel nur die Fahrzeuge da und die Kunden da, die tatsächlich einen Ausleihvorgang aktiv angestoßen haben, ja, und der dann auch eine Rechnung kriegen müsste. Das heißt, wir müssten natürlich jetzt mal ganz realistisch rangehen und sagen, ja, wir tragen mal sowas ein, wir tragen mal sowas ein in die entsprechende Tabelle. Und dazu öffnen wir die mal. Das machen wir jetzt mal anders erst. Oder wir können das trotzdem nachher wieder im Verbund machen. Und gehen mal auf Einfügen. So. Die Ausleihnummer lassen wir mal frei. Aber den Ausleihtag, ja, den schreiben wir einfach mal rein. Ich meine, wir können da reinschreiben, was wir wollen. Ich schreibe mal rein 2009, 05, 01. So. Das Fahrzeug ist 2009 abgeholt, also ausgeliehen worden, und zwar am 1. Mai. So, und zurückgegeben wurde die Krücke am, was weiß ich, zack, und der ist zurückgegeben worden am 11. So, passt, ne? So, und jetzt kommt's. Wer hat das Ding ausgeliehen? Die Fahrzeugnummer, jetzt müsste man natürlich die Fahrzeuge mal wissen. Ich werde mal zurückklicken, ich weiß sie natürlich. Ich schreibe mal eine 2 rein hier. Und das war der Kunde mit der Nummer 3. Der hat die beiden ausgeliehen. So, speichern wir mal ab. Das heißt, Sie sehen in der Tabelle eigentlich jetzt nur, Sie sehen in der Tabelle nur diese Werte: Ausleihtag, Rückgabetag, Fahrzeugnummer 2 und der Kunde Nummer 3. Hier taucht kein Köhler, kein Müller, nichts aus. Wenn wir uns mal anschauen, wer war das gewesen? Wer war das gewesen? Das können wir hier also direkt nochmal nachprüfen. Das war hier die Tabelle Kunden. Ne? So, wer hatte die 2 gehabt? Das ist Schmidt gewesen. Also Schmidt hat das Fahrzeug ausgetauscht, hat das Fahrzeug abgeholt. Nee, Entschuldigung, Moment, Moment, Moment. Fahrzeug Nummer 2, der hat den BMW geholt. Und das war nicht Schmidt, sondern das war Petra Schmieder. Die hat das Fahrzeug gemietet. Ne? So, das sagen diese Werte hier aus. Wie die da reinkommen, normalerweise gibt man ja einen Kunden ein und legt ein Fahrzeug an oder legt hier was an. Das heißt, ich muss mir jetzt entsprechend von den beiden Tabellen programmtechnisch oder über den Trigger die 2 oder die 3 hier rüberholen. Ja? Das würde also funktionieren. Hier machen wir es händisch. Das heißt, Sie sollen eins verstehen. Ich muss in diese Tabelle meine entsprechenden Werte eintragen, meine Ausleihwerte, die ich hier habe. Wer hat was ausgeliehen und wer hat welches Fahrzeug ausgeliehen? Und das wird gemacht, indem man hier die Primärschlüssel einträgt als Fremdschlüssel. Primärschlüssel werden hier als Fremdschlüssel vermerkt. Damit ist die Kopplung hergestellt. Damit ist die Kopplung hergestellt. Damit haben wir praktisch die Relation zueinander fest verknüpft. Ja? Und das ist natürlich Grundvoraussetzung. Sie sollten die Übung durchaus nachvollziehen. Das können Sie tun. Mal alleine versuchen. Ich gebe Ihnen ja das alles noch mit rein. So, und hier hätten wir dann nochmal die entsprechenden Werte. Das könnte dann so aussehen. Also, die wären dann, das habe ich jetzt mal abgeschrieben, glaube ich, hier, ja. So, hier hinten ist das Teilgeld. Das ist natürlich das, was ich jetzt eingeschrieben habe. Man kann das natürlich auch überschreiben. Das ist auch alles möglich. Muss man aber nicht. Dann wird das automatisch gesetzt. Ne? So. Und wir könnten also jetzt hier durchaus noch ein paar solche Sachen hier mit reinbringen. Warten wir mal, manchmal so. Wir gleich wieder. Sind kriege hier einfach mal so, zack, zack. Machen wir mal so. So, der eine hat natürlich einen Timestamp, das passiert. Ich könnte das jetzt normal machen, dann würde es eine Doppelung geben, weil ich das noch nicht abgesichert habe. Ja. Müsste man den Tag und über diese würde ich dann natürlich nochmal ein Key legen, ne? Dass man sagt, bitteschön hier. Liebe Leute, das andere kann ja trotzdem zwei Autos ausgemietet haben, aber das gleiche kann er nicht. So, und jetzt nehme ich den mal raus hier, den habe ich schon eingetragen mit der Hand. Jetzt schauen wir den zweimal drin. Und ich hoffe, dass das geht. Ob der Timestamp überschrieben wird, weiß ich nicht. Der macht das natürlich so, wie er soll. Dann hätten wir hier in der Ausleihe unsere Fahrzeuge drin. Sie sehen also hier die Fahrzeuge Nummer 3, 2, 1 und 2 ist ausgewählt worden. Und hier war Kunde Nummer 2.
einmal da, zweimal da. Also einmal hat sie sich den BMW genommen, dann hat sie sich ein anderes Fahrzeug genommen und dann kommt der Kunde 1, Kunde 3. Das sind keine Redundanzen. Wir sehen also hier nochmal die entsprechenden, Time-Date. Die habe ich so konfiguriert, dass also die alten Daten übernommen werden, ne? Falls man mal das Ding sichern muss und ja, die entsprechenden Sachen hier reinbringt. Wir haben jetzt die Ausleihe fertig, das, was Sie hier sehen. Wir haben Fahrzeuge dabei. Sie können nur Fahrzeuge ausleihen, die hier drin stehen. Und es können nur Kunden Fahrzeuge ausleihen, die hier drin stehen. Also wenn ich hier neuen Kunden, wenn ich hier die 4 eingeben würde an dieser Stelle, ja, dann würde es nicht klappen. Dann würde es nicht klappen, weil die 4 nicht hier vermerkt ist bei den Kunden. So, also nochmal. Wir haben jetzt hier über den Insert-Befehl eine entsprechende Sache hier eingefügt. Ja. Und können hier natürlich jetzt wunderbar damit arbeiten, mit unserem Modell. Es gibt drei Entitäten. Das eine sind die Kunden, das andere sind die Fahrzeuge und die Ausleihen. So. Naja, es ist fast eine Stunde um, aber ich habe das relativ kurz heute gemacht. Das soll aber für Sie wirklich als Selbststudienanleitung dienen, dass Sie das nachvollziehen. Wenn Sie das nachvollziehen, dann können Sie die Übung SQL sehr gut lesen, die ich Ihnen gegeben habe. Und darum geht es ja im Endeffekt, ne? Dass Sie das aber alleine machen. So. Wir werden jetzt nochmal Folgendes machen. Stellen Sie sich mal vor, der hat hier eine Rabattaktion. Eine Rabattaktion. Und der möchte jetzt den Kunden die Fahrzeuge 10% weniger anbieten. 10% weniger anbieten. Das heißt, er möchte vom Mietpreis einfach 10% runternehmen. Und er hat natürlich jetzt 10.000 Fahrzeuge. Da eignet sich hervorragend ein Befehl, der heißt Update. Und das wollen wir jetzt mal machen. Mal ein Update hier aufrufen. Ich werde erstmal die Struktur als solche erläutern. Ich mache das dann auf dem Blatt wieder. Ich will Ihnen mal den Update-Befehl geben. Den sehen Sie nämlich hier unten. Den kann man sich hier mal aufholen. Und dann werde ich den mal über die Kamera einigermaßen deutlich darstellen. Das Wesentliche, das heißt also, ein Update-Befehl wirkt auf die gesamte Tabelle. Alles, was Sie hier machen, wirkt auf die gesamte Tabelle. Ich werde das auch jetzt machen, damit Sie mal sehen, wie man sich da auf Deutsch gesagt komplett anschmieren kann. Das ist nämlich eine wichtige Sache. Ich will das mal so hinstellen, dann kann man das mal zusammen sehen. Hier oben haben wir die vollständige Darstellung des Update-Befehls. Also wir haben das Schlüsselwort Update. So, und dann kommt wieder die Entität. In unserem Fall ist es Fahrzeug. Fahrzeuge. So, dann kommt ein Befehl, ein Schlüsselwort, der heißt Set. Der muss unbedingt dastehen. So, und Set, nach Set kommt das Attribut, was Sie möchten, und der Wert, dem Sie den Attribut zuweisen möchten. Das können Sie natürlich jetzt über die Bezeichnung, Mietpreis, Versicherer und so weiter, Kilometerstand machen. Ich könnte zum Beispiel hier alle Kilometerstände auf 1 zurücksetzen. Kann ich machen. Mache ich natürlich nicht. Ich will das mal für ein Feld ausführen. Und das wäre dann folgendes: Update, Fahrzeuge, Set. Und jetzt passe auf, weil ich jetzt hinschreibe: Mietpreis gleich 100. Wenn Sie sowas machen und keine Sicherung haben, haben Sie alles versaut in der Tabelle. Ich schreibe mal in Achtung. Das sind sogenannte Aggregatbefehle. Die wirken auf die gesamte Tabelle. Das heißt, diese Anweisung, die sollten Sie grundsätzlich mit where verknüpfen oder limit, also where. Oder Limit, wenn Sie einen Datensatz erreichen wollen. Ansonsten geht da was schief. Wenn ich das schreibe, geht das mächtig in die Hose. Das werde ich natürlich schreiben. Dann mache ich den Quatsch, ja.
Und wenn ich jetzt, und Sie haben auch keine Möglichkeit mehr, also ich schalte nochmal hin hier. Update Fahrzeuge. Update Fahrzeuge, das ist richtig geschrieben, ja. Update Fahrzeuge. Set. Mietpreis. Ja, mal richtig schreiben. Und so klappt. Gleich 100. Voilà. Der warnt mich schon. Aber er macht es trotzdem. Ich habe es ja nicht gelesen. So. Schauen Sie mal her. Die sind nicht reversibel, die Preise. Das ist alles durchgeknattert hier. Jetzt stellen Sie mir vor, Sie haben es bei der Autobezeichnung oder so gemacht. Ja? Gut, die Mietpreise, die ändern wir jetzt mal händisch ein. Ne? Also der 8, der war 140 Euro ein. Da ist das alles kein Problem. Ja? Das können wir machen, wie wir wollen. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie hätten hier natürlich richtig große Datensätze. Ne? Also Achtung, 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 wirklich Achtung. Ne? Das geht also hier wirklich, das kann also hier wirklich richtig in die Hose gehen, wenn man hier nicht aufpasst. Ansonsten haben wir natürlich ein Problem. Da habe ich 120 gehabt, ne? Da haben wir es auch nochmal. So, das geht natürlich hier. Also, bevor man sowas macht, müssen immer die alten Preise gesichert werden. Grundsätzlich. Kann man ja machen, ne? Das kann man ja machen. Das können Sie zum Beispiel einen Trigger machen. Ein Trigger ist, also man müsste ja sagen, wenn ich jetzt eine Sonderaktion hier fahre, dann nehme ich meine alten Preise auch weg. Das heißt, die alten Preise müsste ich speichern, dann mache ich die Sonderaktion und speichere über den entsprechenden Datumszeitraum nochmal in der zweiten Tabelle die alten Preise ab. Ganz wichtig. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück und sagen, wir möchten aber nur den Mietpreis vom Audi A8 ändern. Da haben wir natürlich die Möglichkeit, wir haben die Fahrzeugnummer, die ist 1. Ja? Und jetzt ändern wir das bitte nochmal ab. Jetzt ändern wir das bitte nochmal ab. Und Sie sehen, hier oben steht es schon drin. Es ist natürlich schön, wenn man das weiß. Ich könnte natürlich dann über die Fahrzeugnummer 1 und den will ich auf natürlich 200 oder 210 Euro machen wir den, oder 190, ne? Das ist wunderbar. 190 Euro. Das heißt, hier ist sofort die Situation, Sie können das noch weiter absichern, wenn Sie sagen, Mensch, ich möchte aber nicht unbedingt, wenn es mehrere gibt, das ist natürlich Quatsch, aber nicht mit 1, sagt immer nur 1, beim Löschen übrigens auch, dann hätten Sie 190 Euro und wir können das mal ausführen, das ganze Ding, und dann sehen Sie sofort, der Befehl hat geklappt. So, Insert und Update ist geklärt. Ja, das sind also zwei Sachen. Ich ziehe das jetzt hier durch und dann haben wir das also, sind Sie wieder auf der Chor. Das heißt, bitte, bitte, bitte setzen Sie sich hin, machen das praktisch nach, was ich jetzt mit Ihnen hier durchexerziert habe. Bis jetzt ist ja nicht viel. Und wir werden jetzt die Sache dann nochmal abschließen und entsprechende Views bilden. So, wir haben jetzt diese drei Werte. Und wir möchten natürlich die Tabellen entsprechend ausgeben. So, das werden wir jetzt mal machen. Und dann werden Sie sehen, dass es doch ein paar Probleme nochmal zu besprechen gibt. Wenn wir hier zum Beispiel eine Auswertung haben wollen, wer hat was ausgemietet, wer war da, wer hat uns hier was gebracht und so weiter. Wir haben jetzt folgende Situation. Wir haben in der Ausleihe 1, 2, 3, 4 Datensätze. Wir haben Fahrzeuge 1, 2, 3, 4. Fahrzeuge und wir haben Kunden 1, 2, 3. Ja? Also das müssen wir uns mal merken. Wir haben also vier Fahrzeuge, vier Vorgänge, also Ausleihen und drei Kunden. So. Und der Select-Befehl, der geht natürlich immer. Man kann also mal in die Autovermietung hier reingehen und kann jetzt sagen, ich möchte hier eine SQL ausführen. So, das geht also relativ unkompliziert. Unkompliziert heißt, SQL führe ich mal hier aus, würde also bedeuten, Select Sternchen from, und jetzt aufgepasst, Kunden, ausgeschrieben, nur kein Schreiben, so wie Sie es gelernt haben, Kunden, Ausleihe, Fahrzeuge. So, fertig, funktioniert.
Wir schauen uns das an. Die Attribute werden wahrscheinlich alle zusammengefasst werden. Das ist der erste Punkt. Und dann kommt der Rest. Schauen wir uns das mal an. Wir haben hier 48 Datensätze. 3 mal 4 ist 12, mal 4 ist 48. Das heißt, die haben den Server angewiesen, kombiniere alles, was du hast. Egal, ob der Kunde was ausgeliehen hat oder nicht. Ja, wenn wir das jetzt mal sehen hier, können wir mal die einschalten, dann sehen Sie es natürlich. Alle Datensätze und alle Attribute sind hier irgendwie enthalten. Das ist so eine Art erste Normalform. Mit der können Sie aber nichts anfangen, weil Sie die Relation nicht daneben gesetzt haben. Ja? Was interessiert uns? Uns interessiert eigentlich nur der entsprechende Wert aus der entsprechenden Tabelle. Und den werden wir mal versuchen, jetzt zusammenzubauen, dass wir sagen, Mensch, wir möchten also hier nur die Werte haben. Die Werte, wer hat denn wirklich ausgeliehen? Und wir gehen mal ein bisschen rückwärts ran an die ganze Geschichte. Wir gehen mal rückwärts ran. Und da haben wir doch praktisch vier oder drei Primärschlüssel zur Verfügung. Schauen Sie mal her. Das ist der Primärschlüssel, Kundennummer. Der muss passen zur Kunden, zum Fremdschlüssel Kundennummer. Und wir haben die Fahrzeugnummer. Die muss passen zur Fahrzeugnummer. Das heißt, wir können doch jetzt eine Liste ausgeben von denjenigen, die wirklich hier eine Ausleihe gemacht haben. Also was wir jetzt hier machen, ist nichts weiter als die Selectanweisung zu erweitern. Ja, wir haben die Selectanweisung ja hier erweitert nochmal. Ich mache Kunden nochmal hin, ist egal. Über eine Where-Anweisung werden wir die Verknüpfung einfügen. Ne? Also es waren die Kunden, die sich lassen können. Die Ausleihe. Fahrzeug. Where? So, und jetzt aufgepasst. Wir haben ja die Verknüpfung. Wir haben die Verknüpfung hier gemacht. Entschuldigung. Ja. Wir haben ja hier die Verknüpfung. Wir haben hier die Verknüpfung. So, wir haben hier die Verknüpfung von Kunden zu der Ausleihe. 1 zu n. Das heißt, wir haben hier unsere ID, KD, muss matchen mit F, ID, KD, was jetzt so heißt, da werden wir gleich sehen. Ja. Das ist meine erste Verbindung, die ich hier reinlegen kann. Und das muss ich also jedes Mal machen, wenn ich das so händisch jetzt mache. Und ich habe hier die KD-Nummer. Ja. Jawohl, KD-Nummer, so hieß die wohl. Da müssen wir schon richtig machen. Nicht die ID, sondern die KD-Nummer. Gleich mit der FKD-Nummer. So habe ich sie wohl geschrieben. Muss mal gucken. C. Ausleihe rein. Wie das hieß? Ja, machen wir weg. Ausleihe rein. Jawohl, FKD-Nummer. So haben wir sie. Ne? FKD-Nummer. SQL-Nummer auch mal. Ja, FKD-Nummer ist ein großes Stück, glaube ich, oder? Ja, FKD-Nummer. So. Und wenn ich das jetzt mache, dann sind nur alle Fahrzeuge drin, die ausgeliehen wurden. Ja, und dann, ach, soll ich machen, Abwurf. Und Sie sehen, die Anzahl der Datensätze hat sich natürlich hier auf 16 schon verringert. Ja. Das heißt, Sie finden hier grundsätzlich nur die Fahrzeuge, die wir ausgeliehen haben. Aber die sind alle noch kombiniert mit Kunden, die gar nichts damit zu tun haben an der Stelle. Ja? So, das heißt, diese eine Verbindung besteht, die eine Relation besteht. Jetzt ist natürlich die andere Relation noch mit einzufügen, die natürlich einen einschränkenden Charakter hat. Und das erreichen Sie mit einer End-Verbindung. So, und jetzt kommt dann drunter natürlich jetzt nochmal. Die Ausleihe, mit der die Kunden hatten wir, ja, Kundennummer, Entschuldigung, es war falsch, was ich gesagt habe, die Fahrzeuge sind alle, nee, die Fahrzeuge sind alle noch drin gewesen, die Kundennummern waren, die Kunden, die ausgeliehen haben, waren rein. Und wir können natürlich jetzt an der Stelle nochmal die Ausleihe mit anziehen. Ich will Ihnen das mal als vollständige Beschreibung geben. Das heißt also, wenn Sie gleiche gehen das mal alles raus hier, zack, zack. Wenn Sie gleiche Bezeichnung hätten, bei mir ist es nicht erforderlich, aber wenn Sie die hätten, ne? Wenn Sie die hätten, dann wäre es also so, dass
Sie davor noch die Entität setzen können. Es gibt ja Tabellen, die heißen ID, 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 drei Tabellen, jeweils eine ID. Dann unterscheiden Sie sich natürlich in der Entität. Dann habe ich das mal vollständig geschrieben, das ist also kein Problem. Und ich werde jetzt nochmal diese Sache hier abwerfen, das heißt also die Select-Anweisung ausführen, alle entsprechenden Datenfelder sind drin, ob wir die nur brauchen oder nicht, das werden wir gleich ein bisschen abändern und werden das dann natürlich noch ein bisschen machen. So, und da sehen Sie sofort, aha, das sind meine Ausleihvorgänge, vier Stück. Vier Stück. Hier sehen Sie die. 1, 2, 3, 4. Hier sehen Sie das. Das sieht natürlich nachher ausblende. Ist gar kein Problem. Ja? Und hier vorne sehen Sie die entsprechenden Kunden, die wir hier haben. So, und jetzt können wir auf dieser Basis, die wir jetzt uns schon hier geschaffen haben, können wir also beginnen, eine entsprechende Liste aufzubauen. Das wird auch klappen irgendwie. Wir wollen also jetzt mal eine Abfrage machen. Fahrzeug. Leihlistenpreis soll also so aussehen, so nach dem Motto hier. Mal gucken, was wir machen können. So, wir wollen also hier sowas mal einfügen. Das machen wir jetzt nochmal weg. Also, wie gesagt, bis dahin waren wir gekommen. Das hat also geklappt. Wir wollen mal jetzt eine Fahrzeugleihliste hier. Fahrzeugleihlistepreis meinetwegen. Wer hat was ausgeliehen? Was kostet das? Name, Vorname, Bezeichnung, Einzelpreis, Tage. Tage und Gesamtpreis. Wir wollen den Namen rauslassen, wir wollen den Vornamen rauslassen. Wir wollen die Bezeichnung des Fahrzeuges, den Einzelpreis, Tage und Gesamtpreis. Das wollen wir also machen. Wobei wir natürlich hier entsprechend die Sachen auch ordentlich strukturieren wollen. Ne? Wir wollen also jetzt wirklich sagen, dass es vernünftig auszusehen hat, das ganze Ding. Ne? Eine Mietübersicht wollen wir auch noch machen. Das wäre also jetzt auch eine Möglichkeit, dass wir sagen, wir machen eine Mietübersicht erstmal. Wer hat was ausgeliehen? Das wäre also das Erste, was man hier mal machen könnte. Das mache ich einfach mal hier rein. Hier so, eine Mietübersicht, Fahrzeug. So, eine Mietübersicht, Kundenname, Vorname, Kraftfahrzeug und Preis. Also eine Mietübersicht, ja. Wer hat was ausgeliehen? So. Und den Preis gucken wir uns gleich nochmal an, ob wir da noch was machen können. Also wer hat welches Fahrzeug ausgeliehen? Wir könnten auch könnten noch was mit reinnehmen, wir könnten noch mit reinschreiben, wie man den Miettag, also wann der ausgeliehen wurde und der Zeitraum, ne? Der Miettag und der Zeitraum. So, auch das könnten wir machen. So, also lassen Sie uns mal eine Mietübersicht hier erstmal bauen. Wir werden das schon irgendwie zusammenkriegen. So eine Mietübersicht wollen wir machen. So, und die Abfrage, die soll natürlich dann entsprechend auch so gestaltet werden, wie wir das möchten. Und da werden wir jetzt natürlich hier eine einfache Sache mal machen. Ich schreibe das mal hier drunter. Ich lösche das nachher oben raus, dass wir es haben. Also wir fangen an mit einer Select-Anweisung. Ich schreibe die bewusst hier hin. Dann Name und jetzt aufgepasst, ich nehme ein Alias, es soll Kundenname drüber stehen. Kundenname, ja. Man kann den Vornamen und die Bezeichnung nochmal zusammenfassen. Kundenname, das ist jetzt der Nachname. Ich könnte jetzt natürlich den Vornamen hier mit reinschreiben. Das geht auch. Das werde ich auch machen. Vorname sehen Sie, war, glaube ich, klein geschrieben oder groß. Muss ich mal gucken. Nee, Vorname war groß geschrieben. Das heißt, den kann ich direkt hier mit ausnehmen, so wie es ist. Vorname. Ja, Kundenname, Vorname, macht man dann hier mal so. Da könnte die Kundennummer mit ausgehen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, das machen wir auch mit. Name, S. Und mal Kundennummer, das war die ID. Ne? Ich glaube, das Ding hieß KD-NR. Ja, S. Kundennummer. Das sieht dann viel freundlicher aus. Also, das, was wir wollen. Ich habe das noch ein bisschen ergänzt jetzt. Name, Kundenname, Vorname. Ja, dann können wir natürlich hier schreiben, die Bezeichnung, das ist natürlich auch blöde, würde ich mal sagen, bewusst gewählt.
Bezeichnung S, ja, Kfz. Welches Kraftfahrzeug hat er ausgewählt? Und Mietpreis S. So. Jetzt kommt from. Jetzt kommen die Entitäten hier drunter. Die Entitäten wären natürlich jetzt hier Kunden. Die Entitäten wären Fahrzeuge. Fahrzeuge. Die Entitäten wären Ausleihe. So, und jetzt kommt mein where. Haben wir alles schon gemacht eben. Und ich erlaube mir jetzt mal eine kleine Kopiererei, weil ich das vorhin schon abgespeichert habe. Das waren unsere beiden Verbindungselemente, die Entitäten miteinander in Beziehung setzen. Und da hatte ich das mal runtergespeichert, weil, ja, was wir eben gemacht haben. So. Und hier kommt End dazwischen. So, das heißt, wir können das mal hier rausnehmen hier oben, die Mietübersicht, und zack, und weg damit. Und Sie sehen, unsere Select-Anweisung hat jetzt natürlich eine ordentliche, runter nochmal, sehen, ne? So, da haben Sie eine schöne Zuordnung, können sich das nochmal genau anschauen. Das heißt, hier oben ist die Select-Anweisung. Wir haben jetzt hier gearbeitet mit KD-Nummer, Kundennummer, Name, Kundenname, Vorname, Bezeichnung, Kraftfahrzeug. So, speichern wir das mal ab, mach das mal hier rein und führe das mal aus, das ganze Ding. So, schauen Sie mal her. Die Kundennummer steht hier, ja, 1, 2, 3, 2. Das könnte man das noch ordnen. Ja, da wissen wir, welcher Kunde hat wann was ausgeliehen. Da könnte das Datum noch mit reinnehmen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Das Ausleihdatum. Ja, lassen Sie das Ausleihdatum ruhig noch mit reinnehmen, dass wir mal sehen, wie das geht. Das heißt, also, wir bringen noch eine kleine Veränderung rein. Und zwar Kundennummer, Name. Kundennummer, hier könnte das gut rein. So, dann war das Ausgeh. Oh nee, das war Ausleihtag. Das machen wir auch über ein Alias fest. Ui, was ist denn rausgerutscht? Ausleihtag S. Ausleihtag S. Am. So, wenn Sie sowas machen, dann müssen Sie es maskieren. Dann müssen Sie es maskieren, sonst gibt es einen Fehler. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel mit Leerzeichen arbeiten, ja. So, eine schöne Sache hier nochmal, also Select, dann kommen die Attribute. Das kann man sich jetzt ganz gut merken, wie das hier steht. Geliehen am. Es ist nicht alles in den Folien drin, das habe ich jetzt mal so gemacht, weil das macht sich ganz gut. Und deshalb habe ich das mal hier mit reingebracht. So, das kann ich natürlich beliebig erweitern. Müsste natürlich die Tabelle nochmal anders machen, ne? So, geliehen am, Kundenname, Vorname, Kraftfahrzeugpreis. Ne? Hier ist leider der Preis. So, wenn ich das jetzt nochmal sortieren würde, dann habe ich hier also nochmal eine schöne Sortierung mit dabei. Wir bauen uns jetzt die Tabelle so zusammen, wie wir sie gebrauchen können. Und Sie wissen, sortiert wird mit Order. Ne? Das kommt dann nicht runter. Und jetzt können Sie natürlich, aufgepasst, Sie müssen KD-Nummer angeben, ne? Nicht, dass Sie das, den Alias angeben. So, wenn Sie jetzt die größte Ohm haben, stehen wollen, müssen Sie Destination angeben. Ne? So, dann ist er umgedreht sortiert. Das ist er umgedreht sortiert. Also erst die große, dann die kleine. Ne? 3, 2, 2, 1. So, jetzt sehen Sie hier natürlich, das ist die Kundenliste. Ich würde das aber nach dem Ausleihdatum sortieren. Da hätte man also eine gute Möglichkeit und absteigen. Also ich würde als erstes den letzten Ausleihvorgang hier meinetwegen mit reinnehmen. Das ist ganz gut gemacht. Ich könnte also hier jetzt den machen wir mal aus hier. Mal den Ausleihtag. So, das eine wäre aufsteigend. Ja, man hat aber gerne den ersten oben, ne, den letzten. Ich glaube, das müsste stimmen, so wie ich es mache. Und dann hätte man hier den 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9. So, das ist der fünfte. Machen wir mal noch einen Ausleihtag dazu. Da wollen wir noch eine Ausleihe dazu bauen. Dann können wir das machen. Ja. Haben wir noch einen? 1, 2, 3. Nehmen wir mal den vierten. Der vierte holt sich das vierte Fahrzeug. Ne? Der vierte holt sich das vierte Fahrzeug. Der vierte holt sich das vierte Fahrzeug. Ne?
Also bauen wir einfach mal hier noch einen rein. Und das machen wir dann heute. Denn hier hinten haben wir ja nichts zu stehen, hier haben wir die alten Werte hier noch drin. Einfügen. Der vierte Ausleihtag ist heute. Blödsinn. Der Ausleihtag ist gestern. Dezember 2020, wir haben das hier hingeschrieben. 21. Und Dezember. Hier war der Ausleihtag. 5. Okay. Dann haben wir hier noch Zeit. Und dann, ja, wenn ich eingefügt habe, ne? Okay, machen wir nochmal. Pech gehabt. So, jetzt müssen wir den natürlich abändern oder wir löschen den nochmal. Wir nochmal. So, jetzt sehen Sie natürlich hier, hier wirkt jetzt natürlich die ID, die hat aber, keine Ahnung, die hat mal 100 gesetzt, Sie können sich daran erinnern. Wir werden jetzt nochmal den letzten Ausleihtag hier nochmal nehmen. Nochmal einfügen. Nochmal, manchmal falsch gemacht eben, ne? Aber wir machen 5. Scheiße. 21, 07, 12, ja, 5 hatte ich geschrieben, ne? 5. 5. Und zurückgegeben wurde das Fazit auch an den 5. 21, 07, 05. So. Also morgens abgeholt, abends zurückgegeben. So, dann hatte ich jetzt mal die 4. Das sollte auch die 4 sein. So. Jetzt haben wir es eigentlich gemacht. So, zack, bums. Da wird der Datensatz auch ordentlich verarbeitet. Ne? Also es geht sonst nicht. Das heißt, Sie müssen da auch drauf achten. So, jetzt hat er den Mist gebaut. Ist wahrscheinlich meine ganze SQL-Anweisung mal weg. Oder habe ich sie noch hier? Also schreiben Sie gerne nochmal. Nö, hat geklappt. Und da sehen Sie es hier nochmal. Haben wir natürlich hier 1, 2, 3. Und der ist nicht mit drin. Warum ist der nicht mit drin? Haben wir eigentlich gar keine Fahrzeuge in der Nummer 4? Doch. Da ist sie, 4-4. Da ist sie, 4-4. Und dann die Kundennummer 1, 2, 3. Kundennummer 4, da war die Ausleihe. Nummer 4 hat er sich dann abgenommen. Ja. Das ist die Kundennummer hier noch. Das hat er uns jetzt ein bisschen beinahe geschmissen hier, obwohl. Kundennummer 4. Kundennummer 4 gibt es nicht, oder? Gibt es die Kundennummer 4 überhaupt? Mal gucken, was hier steht. Ja, ist natürlich blöd, dass es so drei Kundennummern gibt. Also müssen wir hier nochmal einen Kundenstelle nachführen. Sonst haben wir hier ein kleines Problem. Können wir lange warten. Neugeborene, geboren wurde. So, zack. Dann taucht er auf, ne? Klar. Wenn es nicht ist, ist es nicht. Ne? Damit geht, es gibt keinen Fehler, aber der taucht dann hier nicht aus. Ne? So, mal horchen, ob es geht. Also, mal vier hatten wir nicht. Ne? Das ist ja manchmal, wenn wir drei noch nehmen können. So, bumm, und gemacht. Ne? Fahrzeuge, haben wir da auch die Fahrzeuge, oder? Fahrzeuge gibt es die 4. Ah, Kunden gibt es natürlich keine 4. Kunden gibt es die 7. Also aufgepasst, aufgepasst. Das ist wichtig, man trägt das automatisch ein. Das heißt, der taucht natürlich nicht auf. Wenn ich jetzt in die Ausleihe reingehe, dann muss ich die 4 natürlich abändern für den Kunden. Können wir hier machen. Hier die 4, das ist die, bearbeiten wir mal. Das ist die vierte Fahrzeug, kann er ja haben. Aber der ist die Nummer 7, ne? So, zack. So, jetzt haben wir alles erledigt. Hoffe ich. Hoffe ich. War ganz gut, dass das nicht gleich geklappt hat. Die Suche hat uns auch, sehen Sie, da haben wir 7, 1, 2, 3.
Jetzt haben wir natürlich hier nach dem Ausleihdatum die 7 oben zu stehen. Ne? Das ist also alles soweit geordnet. Sie können auch nach dem Datensatz sortieren, den Sie nicht anzeigen. Also nach einem Attribut sortieren, das Sie nicht anzeigen. So, wie gesagt, mit den Preisen, da hätte ich erst dezimal gemacht. Das können wir vielleicht mal abändern. Dann haben Sie einen guten, Überblick, will ich Ihnen gleich nochmal zeigen. Weil das gefällt mir gar nicht, die Fahrzeuge, den Preis. Also meistens hatten wir noch eine Nachkommastelle noch, also dass man das im Kauf halt den Mietpreis einigermaßen hier einarbeitet. Und das wollen wir jetzt mal machen. Also den Mietpreis selbst, den würde ich jetzt mal hier mit reinnehmen und ändere den mal ab. Ich hoffe, das kriege ich hin. Der ist als Integer hier abgelegt. Das ist gar nicht so gut. Wenn Sie sowas nehmen, machen Sie immer Dezimal. Da können Sie die, ich glaube, die Menge können Sie festlegen und Nachkommastellen können Sie auch festlegen. Also diese zwei hier reinschreiben. Müsste das überklappen. Mal gucken, ob er es macht. Jawohl. Und schauen wir uns mal die Fahrzeuge an. Ja, das sieht also ordentlich aus. Ne? Also, das ist auf alle Fälle möglich, dass ich das so nochmal abändern kann. So, was ich natürlich jetzt mache, damit Sie das auch haben nachher, ich werde Ihnen hier nochmal als Beispiel mit reinnehmen in die entsprechende Aufzeichnung, was ich Ihnen gebe. Dann haben Sie hier nochmal die Select-Anweisung hier mit. Die habe ich Ihnen jetzt nochmal reinkopiert in die entsprechende Schreibung. Ne? Also es klappt wohl hier gerade einigermaßen so. Ja, gut, haben wir das auch. Dann haben Sie das nochmal hier drin. Sehr schön. Also, Nummer 1 ist fertig. Nummer 2 ist natürlich jetzt ein bisschen komplizierter. Wir wollen also jetzt hier die Abfrage, das können wir abspeichern. Ich würde das mal ablegen und bevor wir das jetzt wieder verwerfen, würde ich mal aus dieser Liste, die wir hier haben, die wir jetzt erzeugt haben, ich zeige sie nochmal an. Okay, das ist sie jetzt. Ne? Da würde ich natürlich hier ein sogenanntes View erstellen. Ein View ist eine Sicht, haben wir schon drüber gesprochen, auf eine Datenbank aus einem bestimmten Winkel heraus. Und wir haben also jetzt hier so eine entsprechende Liste erstellt, die meinetwegen heißt Mietübersicht in der Chronologie, wer welches Fahrzeug geliehen hat. Könnten vielleicht noch sagen, naja, es wäre schon ganz gut, wenn wir hier noch ein bisschen, detaillierter reingehen in die ganze Geschichte. Dann lassen Sie das mal abspeichern. Es geht also ganz einfach. Sie haben hier unten den Punkt Erzeugen View, also eine Sicht aus dieser Select-Anweisung. Das heißt, die müssen Sie nicht mehr angehen. Sie können dann mit dieser Sicht weiterarbeiten. Ja? Sie können auch Daten verändern, das ist kein Problem. Hier können Sie den Namen reinstellen, durch diesen View-Namen hier reinstellen. Und ich habe mal hier Ausleihübersicht. Ja. Weiß nicht, ob das geht. Ich nehme mal UE lieber. Ne? Ein bisschen vorsichtig. Wir können den Ersteller mal reinstellen, wer das darf. Ne? Also wer das darf, können Sie alles hier noch mit reinnehmen. Ich lasse das einfach mal offen. Sie können auch das jederzeit abändern. Ne? Sie kommen wieder hier rein. Das Schöne ist, Sie finden dann natürlich hier unter Ansichten, das ist jetzt nur mal so festgelegt, unter Ansichten, Ausleiheübersicht. Ich muss mir nichts mehr merken, ich habe das so. Ich werde auch anschließend heute das ganze Projekt entsprechend bereitstellen. Auf in Moodle, ne? Das ist das Wissen dazu. So arbeiten mit mehreren Tabellen ist das und Select Insert. Ich werde weitermachen. Ich muss jetzt eine Pause machen. Ich mache das aber weiter bis zu Ende. Und dann haben Sie eine schöne Übung. Dann sind das die beiden Übungen, die ich also mit Ihnen machen wollte. Das letzte Mal und morgen wahrscheinlich. Mit dem Vorgriff darauf mache ich das jetzt schon. Also Sie können sich das morgen anlesen. So. Wir haben drei Tabellen. Wir haben jetzt ein View angelegt. Und wir wollen einfach mal eine neue Liste erstellen. Fahrzeugleihliste Preis. Und zwar mit diesen Feldern. Fahrzeuge, Name, Vorname, Bezeichnung, Einzelpreis, Tag, Gesamtpreis. Was ich hier noch mit einbauen werde, das ist noch die Kundennummer. Ne? Die brauche ich mit rein. Kundennummer. Und die soll ich noch mit rein. So, das heißt, wir müssten uns nachher Gedanken darüber machen, wie wir dieses Ding aufbauen. Wie wir diese doch komplexe Sache aufbauen. Wir sind ein paar Sachen bei. Die sehen Sie vielleicht noch gar nicht, aber ich habe da ein paar
Also A muss ich Tage haben, die habe ich nicht. Und ich muss den Gesamtpreis haben. Wenn ich die Tage habe, kriege ich wahrscheinlich den Gesamtpreis ausgerechnet. Ne? Also, da müssten wir uns jetzt noch ein bisschen auseinandersetzen. Werden wir auch machen. Das heißt, wir wollen ein neues Review anlegen. Das heißt dann Fahrzeuge, Leihliste, Preis. Das werden wir erstmal live machen zusammen. Wir werden es einfach mal hintereinander schreiben. Mal sehen, ob ich das hinkriege mit ihm. Ein paar Sachen werden wir dann noch besprechen. So, das ist unsere Übersicht, die wir hier haben. Und wir fangen also wieder hier vorne an als erstes mit den Sachen, die wir hier haben möchten. Also, als erstes hatten wir die KD-Nummer. Die wollen wir auf alle Fälle mit reinhaben. Die Kundennummer. Die ist aber jetzt wichtig, dass man die mit reinnimmt. Kundennummer S. Kundennummer. So, das war das Erste. Und dann nehmen wir mal den Namen und den Vornamen. Sie können die beiden Felder könnten Sie auch zusammenfassen. Das brauchen wir aber nicht. Wir werden den Namen, muss ich mal gucken, wie der hier dargestellt ist. Warten wir mal. Mal kurz gucken, irgendwie sind da beim Kunden erstmal. Ne? Ja, vielleicht. Dann haben wir Vorname, Name groß. Das würde ich einfach mal groß lassen. Ne? Vorname, Name, das können wir so machen. Wir können es aber auch zusammenfassen. Wir können mit SQL zwei Felder zusammenfassen. Ich möchte dazu mal, muss ich gleich was aufmachen? Klar, Moment, ich will das auch mal schnell machen, sonst kriege ich das hier nicht hin. So. Es geht bestimmt. Ich hatte das schon mal getan. Das heißt, wir können zwei Felder entsprechend zusammenfassen, indem wir, glaube ich, mit einer Add-Anweisung arbeiten. Wollen wir das mal probieren? Das können wir ja mal machen. Und zwar mit dem, ich könnte also hier mal ansetzen und schreibe hier Vorname und jetzt muss ich mal aufpassen. Sonst klatscht er mir das so ran. Name. Das geht, aber wird schon klappen. Vorname, Name. So, jetzt müssen wir aufpassen. Dann würde ich das auf alle Fälle klammern, den Trödel hier. Und ein Alias vergeben. Es Kunden, Name. Aber sehen, ob das geht. Ne? Also, das wäre ja mal eine Möglichkeit, Kundenname, weil wir das mit drin haben. So. Und dann könnten wir es ja mal probieren. Ah, hat er den nicht gemacht? Hat er nicht gemacht? Hat er nicht gemacht? Das heißt, das klappt nicht so richtig. Ich hatte das schon mal. Man kann das mit Access3 Select machen, aber warum das nicht geht, das lese ich auch jetzt nicht. Warte mal. Warte mal. Ja, das auch ausprobieren. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber das ist nicht so schlimm. Zack. Das war so ein Excel ein bisschen. Nee, das macht er jetzt nicht. Select, ach, concat muss ich auch noch concat schreiben, ja. Ich muss den Befehl nehmen. Ich wollte das anders machen, macht er nicht. Aber es gibt eine Möglichkeit, ja, man kann das verbinden mit dem Befehl. Ne? Also concat geht auf alle Fälle. Dann kann ich den Vorname nehmen. Dann muss ich mal so ein Leerzeichen und dann kann ich den da kann ich den Namen nehmen. So, Vorname, Name. So, S. Moment, das geht auf alle Fälle, wie ich mir gedacht habe. Aber ich wollte es eigentlich so machen, aber es muss man über Konzept machen. Ja. Gut, S. Kunde. Kunde. No, hoffe ich. So müsste man es machen. Ja, siehst du, ja, klappt. Also, da kann man eins zusammenfassen als Kunde, wenn man die Liste so haben möchte. Wir werden es mal machen. Also, man kann das hier als Kunde mit reinschreiben, ne? Ich werde das gleich mal hier wieder neu nehmen und werde jetzt diese entsprechende Sache noch weiter ausbauen. Also Concat, schade, schade, schade. Ich hätte gedacht, das macht er einfach, aber das tut er leider nicht. Da kannst du es machen.
Das ist eben manchmal so im Leben. Ne? Also das fand ich nicht mehr. Das war nicht mehr. Das ist auch noch. Oder? Gut. Also, über Concat werden wir es tun. Dann können wir mal starten damit wieder. Also ich mache das mal so, ich nehme das gleich mal mit rein. Vorhin hatten wir die KDNR hier mit reingeschrieben. S Kundennummer, großschreiben. So, das mal als Beispiel so mit reingenommen, dass wir jetzt zwei Datensätze zusammenfassen. Macht sich eigentlich immer ganz gut, da kriegt man auch wieder Doppelung rein. Das kann man machen. Müssen ein Leerzeichen hier reinschreiben. Ne? Also Vorname, Nachname wird dann nur als ein Feld Kunde dargestellt. Das können Sie natürlich machen, wenn Sie jetzt nicht nach Kundennummer spezifizieren wollen, aber Sie haben die Kundennummer, da kriegen Sie auch raus. So, und jetzt geht es also hier weiter. Zack, den Kunde oder Kundenname. Muss man richtig machen. So, jetzt geht's los. Entsprechend unserer Aufschreibung hatten wir hier noch ein bisschen was einzufügen. Also Name haben wir fertig, Vorname. Jetzt kommt die Bezeichnung. So, Bezeichnung war ja wieder das Kfz. Das lassen wir uns mal wieder als Bezeichnung die Bezeichnung war das gewesen. Was ich Falsches mache? Ja, ist ja gut. So, das war die Zeichnung war groß geschrieben. Ich würde es auch richtig machen, sonst kriegen wir wieder Sorgen. Die Bezeichnung. Bezeichnung. S Fahrzeug. Ne? Das machen wir mal so. S Fahrzeug, eine schöne Tabelle bauen. Und dann kommt der Einzelpreis. So, Einzelpreis war Preis. Preis. S. Einzelpreis. So. Ich muss gucken, dass das auch wirklich stimmt. Deshalb mache ich das lieber ein bisschen ausführlicher. Ich möchte einfach das richtig machen mit der Ausleihe. Da stand der Preis. Der hieß nämlich Fahrzeuge, was verfasst ist klar. Der hieß Mietpreis, ne? Also, das ist der Mietpreis. Mit Überpreis hätte es natürlich dann wieder schön gescheppert. Das wollte ich natürlich gar nicht. Also, Überpreis hätte es wieder schön gescheppert. Das heißt, ich mache auf alle Fälle jetzt den Preis fest an der Stelle. Gehe hier nochmal rein. Na komm. Gehe nochmal rein. Und rede jetzt vom Mietpreis. Mietpreis. S Einzelpreis. Das soll als Einzelpreis dargestellt werden, das ganze Ding. So, machen wir mal weiter. Tage. So, und jetzt kommt was. Das ist ein berechnetes Feld. Berechnete Felder können Sie grundsätzlich in runde Klammern schreiben. Und jetzt kommen wir eigentlich dazu, dass wir uns mal die Leittage anschauen müssen. Ja, der Ausleihtag. Ausleihtag. Ja, das muss ich reingehen nochmal. Moment, Ausleihtag, die Ausleihe. Das muss ich richtig machen. Und zwar, wir wollen also jetzt den Rückgabetag und den Ausleihtag. Das heißt, der Rückgabetag ist ja meist größer als der Ausleihtag. Das heißt, wir bilden jetzt hier die Differenz zwischen Rückgabetag und Ausleihtag. Ja? Ja, das können wir natürlich hier machen, indem wir die SQL-Anweisung hier weiterschreiben. Ja, hier als bezeichnet, hier ging es über Schluss und hier kommt dann der Rückgabetag, ganz wichtig, minus Ausleihtag. So, ich nehme mal diese Blödsinn hier raus, das brauchen wir nicht. Das kriegen Sie ja alles schön als View mitgeliefert. So, das nehmen wir ein Minuszeichen rein. Wichtig ist, wenn Sie sowas machen, so eine arithmetische Operation, dann müssen Sie hier rein und dann S Tage. So. Kleiner Hinweis, wenn Sie es so schreiben, schießen Sie sich ins Knie, wie man so schön sagt. Das heißt, Sie müssten hier natürlich dann plus 1 schreiben, denn Sie wollen ja den ersten Tag auch berechnet haben. Ne? Sie wollen ja den ersten Tag auch berechnet haben, das heißt, Rückgabetag minus Ausleihtag plus 1. So, S Tage. Und jetzt haben wir das nächste berechnete Feld. Das war der Gesamtpreis. Ja? Und den Gesamtpreis, den kriegen wir leider nur, indem wir uns wieder
auf die Basisdaten beziehen. So, und jetzt können Sie den Gesamtpreis mal Mietpreis nehmen. Also nicht auf die Alias, sondern direkt auf den entsprechenden Wert konzentrieren. So, den kann man hier reinschreiben. Und dann machen Sie da nochmal eine Klammer rum. Hier vorne, eine doppelte Klammer, klar, auf und schließen muss das stimmen. Mietpreis und wieder ein Alias. Und jetzt können Sie Gesamtpreis schreiben. So, Gesamtpreis. Das macht sich natürlich sehr schön, wenn Sie sowas hier bauen. Das heißt, hier hätten Sie dann natürlich die Select-Anweisung, die Verbindung, das ist eine Spielerei jetzt, ja, da haben Sie eben nur ein Feld, da haben Sie ein Feld eingespart und entsprechend die Kunden. So, jetzt geht es natürlich hier um, mit dem Where sind wir ja schon vertraut, was dann gemacht werden muss. Also hier fehlen natürlich dann die Kunden, die Entität muss natürlich verbunden werden mit den Fahrzeugen. Hier können Sie jede Entität hinschreiben. Die Reihenfolge spielt keine Rolle. So, dann haben wir die Ausleihe, sind Sie, ja, from, Ausleihe. Ich setze das mal ein bisschen runter, dass wir das mal wissen. So, für Sie, besser darstellbar. So, jetzt hätten wir praktisch die Grundstruktur fertig. Und jetzt geht es daran, diese Where-Anweisung, die wir vorhin schon mal, hätten wir schon mal gebaut, Where. So, und da können Sie sich also noch daran erinnern, die Where-Anweisung war in dem Falle, ich lasse sie jetzt mal vollständig stehen mit Kunden und so weiter, dann können Sie es nämlich nochmal sehen, dass das auch entsprechend hier mit eingetragen wird. Das mal untereinander nochmal, ne? Also, das hatten wir vorhin schon gesprochen. So. Können Sie drin lassen, ich mache es raus, wir haben es nicht drin gehabt, normalerweise, wenn es sich wirklich um exotische Zeichen handelt, die das System nicht kann, dann ist sowas immer Ausleihe. Das ist damit sehr falsch gemacht, aber nehmen wir es mal weg. So. Und diese Sache werde ich Ihnen dann natürlich in die entsprechende Folie wieder mit reinbringen. Als Hinweis können Sie reinkopieren oder Sie können das direkt als Sicherungsdatei wieder zurückspielen. So. Ich glaube, das dürfte funktionieren, so wie ich es hier habe. Breche das nochmal um, damit es besser abspeichern kann. So, ne? Vielleicht hier auch nochmal weggebrochen. So, dann sehen Sie das auch. Das sind die berechneten Felder, die hier stehen. Ja, die Anweisung ist dann relativ klar hier. Ist natürlich ein bisschen komplizierter. Sie hatten aber, wenn Sie sich mal die Anweisung von Apollo angucken, da haben Sie sowas Ähnliches zu tun. Und ich denke mal, das kriegen Sie dann auch hin. Ne? So, ordentlich machen. Zack. Hoffentlich. So, hinten immer ein Abschlusszeichen, ist nicht schlecht. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler jetzt gemacht und ich lasse das mal durchlaufen. Ich habe einen Fehler gemacht und Mietpreis. Haha, siehst du, da habe ich natürlich Mist gebaut. Copy and paste, ne? Kann sich erinnern, das war natürlich nicht so schön, was ich da gemacht habe, aber es ist kein Problem. Mietpreis, da war ich als Preis geschrieben, da habe ich Mietpreis daraus gemacht. Der Fehler ist natürlich hier auch nochmal drin. Mietpreis. So, jetzt mal sehen. Jawohl, dann haben wir eine schöne Liste. Das machen wir jetzt nochmal. Order by. Dann haben wir also jetzt diese erweiterte Liste, die werden wir auch noch mit reinschreiben. Also, hier haben Sie praktisch Kundennamen und Kundennummer. Können Sie jetzt nach Ausleihtag. Wir werden nochmal, hier werden wir noch den Ausleihtag mit reinbringen, mit einem Einzelpreis, ne? Das würde wohl gut aussehen, dass wir dort nochmal den Datum mit reinbringen und danach sortieren wir dann, wenn wir das wollen. Dann hat er eine schöne Übersicht. Also. Und das können wir jetzt nochmal abändern hier. Das heißt, wir bringen hier den entsprechenden Tag mit rein. Das sind die, das war der Mietpreis für das Fahrzeug, Tage. So, und hier würde ich dann das Datum mit reinbringen. Ja. Also hier haben wir den Ausleihtag. Den bringen wir hier mit rein. Und dann haben wir den Rückgabetag, der ist natürlich klar, den kann man errechnen, wenn er wieder zurückkommt. Ja? Also ich würde durch den Ausleihtag hier mit reinnehmen und da hätte man den entsprechenden, das kann man so stehen lassen. Ja. Lass uns den Rückgabetag auch mit reinbringen. Das heißt, und die Tage. Da rechnen wir gleich mit, ne?
schauen Sie mal hin, das ist eine sehr schöne Liste jetzt geworden. Und das können wir natürlich dann auch nochmal schön verdichten, indem wir noch eine Mietübersicht nimmt, eine Gesamtübersicht machen. So, und das Ding speichern wir jetzt ab. Das Ding speichern wir jetzt ab über Fahrzeug, Leihliste, Preis, meinetwegen. Fahrzeug, Leihliste, Preis. So, wir ordnen das natürlich noch, wir ordnen das natürlich nochmal schön an. Nach dem entsprechenden, warten wir mal, will ich nochmal ordnen, nach Ausleihtag und Gabetag, mein Wegen, ja, Ausleihtag, dass wir mal die Chronologie sehen. Order bei Ausleihtag, nehmen wir den mal hier raus. Und umgedreht, ne? Dass wir den größten oben haben. Also, dass wir das letzten Ausleihbereich oben haben. So, zack, Ctrl A, Ctrl C. Ich will das hier auf alle Fälle noch mit reinbringen. Ich bringe das mal hier rein mit. Ja. Ja. So, dann hätte ich das nämlich hier schön mit drin. Baue nämlich hier gleich für Sie das noch mit zusammen. Ne? Das ist die Anweisung, dass Sie es gut, der funktioniert, den haben wir durchgetestet. Der ist auf alle Fälle mit dabei. Dann können Sie nämlich mit dieser entsprechenden Anweisung auch was anfangen. Sehr schön. Dann haben wir das auch erledigt hier. Von der Formatierung her brauchen wir, können wir das also stehen lassen. Ja, wenn Sie mal reinschauen wollen. Sieht doch ganz ordentlich aus. Ne? Wir haben die Gesamtpreise, den Einzelpreis. Ei, der Einzelpreis, doch, der steht hier vorne. Der Einzelpreis, hätte man vielleicht den Einzelpreis nach hinten rücken können noch, ne? Dass man den hier mit reinschreibt. Auch das wäre aber jetzt, das ist aber nicht so weiter tragisch. So. Auch das könnten wir machen. Wir können natürlich hier nach auch sortieren. Das ist aber dann nur eine Auslegungssache. So. Jetzt würde ich das Ding natürlich auch als View anlegen wollen. Ich erzeuge das View hier ganz einfach, indem ich dem einen Namen gebe. Wie hieß das Ding? Wie haben wir das jetzt genannt? Warten Sie mal. Ich will schon ein bisschen hier machen. Das ist gleich jetzt nachher. Ja, ein blöder geschrieben. Fahrzeugleihliste, Preis. Jawohl. Fahrzeugleihliste, Preis. So, zack, Bums. Und abgespeichert. Und dann liegt das natürlich entsprechend hier drin. Das ist unsere Ausleihübersicht, die wir vorhin schon mal gemacht hatten. Ne? Da können Sie sich dran erinnern. Bemerkenswert ist, dass jetzt der Kunde hier auch mit drin ist, der anmerken will, mit dem wir vorher noch gar nicht hatten. Ja? Das ist also ganz bemerkenswert. Das heißt, es wird automatisch aktualisiert, weil ja die Abfahrer dann über die drei Tabellen geht an der Stelle. Sehr schön. So, jetzt wollen wir zum Schluss noch eins machen. Ich möchte Ihnen daraus nochmal eine dritte View machen. Und zwar möchte ich nochmal eine Aggregatfunktion hier vorstellen, das heißt eine kleine Verdichtung vorstellen. Ich möchte jetzt einfach mal den Kunden einmal haben, die Kundennummer einmal haben. Und Fahrzeuge lassen wir weg, lassen wir alles weg. Ich möchte einfach den Gesamtpreis noch bekommen. Also was hat der wirklich bezahlt? Ne? So, das kriegt man natürlich auch sehr gut mit der Select-Anweisung hin. Und zwar gehen wir natürlich jetzt in unsere Liste rein. Und holen uns die entsprechenden Spalten raus. Wir brauchen die Kundennummer. Wir brauchen den Kundennamen. So, der ist so. Und darüber, und dann wollen wir den Gesamtpreis haben. Ja, und den Gesamtpreis, den möchte ich mit der Funktion Summen machen. Ich möchte den Gesamtpreis summieren. Wir nehmen mal die Vorgehensweise kurz erläutern. Das ist das, die Kundennummer. Das interessiert ja jetzt nicht, wann, was er gekauft hat, sondern wie viel. Und wir machen hier mal einen Gesamtpreis draus. Die Funktion heißt Summ. So. Das ist Umsatz. Umsatz. Natürlich hier Order bei Umsatz. Order bei. Ich glaube, das geht Gesamt. Preis. Ja, ob wir das hinkriegen jetzt. Das werden wir sehen. Ne? Lass mal das auch so mal weg. So, naja, gut. Gucken wir uns das mal an, was da passiert. Sieht noch nicht ganz so schön aus, aber es wird schon klappen.
wollen uns das einfach mal hier anschauen und Sie sehen, das ist zwar der Gesamtpreis, und hier steht Hein Müller, ja, weil es der erste ist und das ist der Gesamtpreis. Wir müssen eine kleine Ergänzung bringen. Die Selektanweisung ist ja, wie gesagt, sehr, sehr aussagefähig. Das heißt, die Fahrzeugleihliste, die würde ich jetzt entsprechend hier nochmal als, na, Group By. Ich gruppiere jetzt nochmal nach der Kundennummer. Ja, Kundennummer, Kundenname, okay, das mache ich, aber ist natürlich schön, wenn ich jetzt sowas habe, wenn ich die Kundennummer hier gruppiere, so, dann habe ich natürlich wahrscheinlich eine schöne Übersicht und sehen Sie mal da. Und jetzt kann ich nach dem Umsatz natürlich entsprechend den ganzen Trödel wieder nach vorne schieben. Ne? Ich hoffe, dass das geht über den Umsatz. Ich wollte noch mal. Das heißt, Sie sehen sofort, wer hier welchen Umsatz gemacht hat an der entsprechenden Stelle. Ja, die Sortierung, die machen wir gleich mal fertig jetzt noch. Ich hoffe, dass das geht. So. Und dann können wir den Umsatz hier nochmal rausziehen. So, jetzt habe ich hier einen. Ich hoffe, dass der Umsatz. Mal gucken. Ich hoffe es ja. Ja, ne? So, sehen Sie, habe ich einen größten Umsatz oben und hier unten. Ne? Also, das geht natürlich auch. Und das werde ich jetzt natürlich abspeichern als Fahrzeugumsatzliste. Oder Kundenumsatzliste ist richtig. Ne? Kundenumsatz. Kundenumsatz, zack, meinen dritten View, den ich hier angelegt habe. Das Projekt ist natürlich fertig jetzt fast. Ne? Ich könnte jetzt über die Umsatzlisten zugreifen. Ja, und ich kann natürlich die Kundenumsatz, da kann ich natürlich mir einen raussuchen und kann auch sagen, SQL, muss ich hier aufpassen, where, ja, pass auf, where, Kundenname, like. Petra, was mit Petra, was jetzt das geht, machen wir es gleich mal mit. Ja, geht natürlich. Ne? Also ich könnte jetzt den Namen hier eingeben, könnte nach Schmieler suchen. Ich habe von vorne angefangen, Petra Schmieler kann man eingeben. Wenn Sie nach Schmieler suchen wollen irgendwo oder SCHMI, dann müssen Sie es ein bisschen anders machen. Aber Sie sehen, dahinter verbirgt sich ja eine ganz komplizierte SQL-Anweisung. Und ich habe hier natürlich nur die kleine Auswertung hier mal gemacht. Ne? Also wenn ich hier Schmieder nehme, dann müsst ihr natürlich das so machen. Und mal sehen, dann kommen die ganzen hintereinander raus. Die sind auch entsprechend gruppiert. Werden nicht durcheinander geschmissen. Also ich könnte sie alle hier nochmal abfragen. Ja, liebe Leute, ich denke mal, das war doch ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, wenn ich angefangen habe. 45, ein bisschen länger geworden. Ich würde das jetzt abspeichern für Sie, also für morgen die Online-Vorlesung. Wie gesagt, ist das Thema. Das stelle ich Ihnen jetzt online und ich würde Sie bitten, dann die Zeit entsprechend zu nutzen, das hier durchzugehen. Ich gebe Ihnen die SQL-Anweisung, die gebe ich Ihnen mit rein. Ich habe das als kleinen Mitschnitt gemacht, arbeiten mit und habe nochmal die entsprechenden Dateien ausgeführt. Und was Sie auch mitbekommen, das, was ich hier programmiert habe, das werde ich gleich mal runterkopieren. Das geht auf alle Fälle unter Autovermietung, alles, was da drin steht. Ne? Wir haben also hier jetzt die entsprechenden Dateien angelegt. Dürfte Ihnen nicht so schwer fallen und die kann ich natürlich alle exportieren in der SQL. Das mache ich jetzt mal. Da ist es. Ne? Das sind die. Ui, nee, das muss ich noch machen. SQL. Das Ding heißt dann Autovermietung. Das können Sie dann reinbringen. Sollten Sie eine Datenbank Autovermietung haben, würde ich sagen, Sie löschen die vorher. Und gucken wir das mal an. In Ordner anzeigen. Das gleich mal aufmachen. Das ist sie hier. Und da guckt, die gehen wir jetzt nochmal durch. Weil das doch eine recht größere Datei ist. Das ist alles das, was ich programmiert habe. Das heißt, wenn Sie ganz faul sind, es wäre aber nicht schön, wenn Sie das so machen. Sie können das so machen. Also wenn Sie ganz faul sind, könnten Sie das einfach jetzt hier runterkopieren, dann wäre es fertig. Ne? Also Sie könnten hier meinetwegen diesen ganzen Trödel hier mit reinnehmen. Ich will ihn da, gehe mal von oben durch. Als erstes steht hier die Tabellenstruktur, so wie wir es jetzt programmiert haben, mit allen, die Inserts sind hier drin, so wie wir sie geschrieben haben. Create Table ist hier mit drin. Das heißt also,
Das, was ich gebe, arbeiten mit mehreren Tabellen, ist die Rahmenbedingung. Die konkreten Daten nehmen Sie natürlich dann hier raus. Sie können sie jetzt alles einzeln rauskopieren, Sie können es aber auch rein, können es auch lassen. So, und hier unten sehen Sie dann natürlich sofort das, was wir gemacht haben. Ja? Also Stellvertreterstruktur der Views, das sind die Views hier unten, die tatsächliche Ansicht, die steht unten drunter, werden wir gleich sehen. Das heißt, hier haben Sie eine, es wird hier eine neue Tabelle eigentlich nur angelegt, ja, mit den entsprechenden Daten, die hier übertragen werden, ja? So wie wir das gemacht haben. Ja? Das ist natürlich eine schöne Sache. Das ist die Stellvertreterstruktur. Das ist jetzt praktisch das View gewesen. Fahrzeug, Leihliste, Preis. Da müssen wir nachher mal gucken. Ja, da können Sie jederzeit auch ändern. Wenn Sie das mal hier suchen da drin, dann haben Sie das erste View dort oben. Dann kommt hier nochmal die Tabellenstruktur, Tabelle Kunde, von oben unter abgearbeitet wird. Dann kommt die nächste Stellvertreterstruktur, die wir hier haben. Und jetzt passen Sie auf, hier haben Sie nämlich das alles drin. Hier haben Sie Struktur der Views. Ne? Und wenn Sie sich mal angucken, geht es hier los an der Stelle. S-Select, View S-Select, also praktisch wird als Alias wird diese Select-Anweisung hier übertragen. Ja? Und die Select-Anweisung, die wir gebaut haben vorhin, die stehen hier hinten drin. Komplett. Sehen Sie das? Die können Sie natürlich austauschen. Das heißt also, erst werden die Tabellen angelegt beim Import. Ihr könnt das alles kopieren mit einem Schlag. Schieben das in das SQL-Feld rein und Ihre Struktur ist wieder da. Ja, so. Es wird sogar vorher die Tabelle rausgeknattert, die wird sogar gelöscht, ne, wenn sie nicht existiert. Ne? Okay, sehr schön. So. Das sind die Indizes, die werden im Nachgang gebaut. Alternate Table, verändere die Tabelle. Ja? Alles das, was wir gemacht haben, steht hier drin. So, sehr schön steht das hier drin. So, und das gebe ich Ihnen natürlich mit. Das können Sie sich dann eintragen. Sie müssten das einfach nur 1:1 übertragen. Sie werden sehen, dass das funktioniert. Ne? Ich werde das mal als Autovermietung oder Arbeiten mit mehreren Tabellen ablegen. Das Ding, wie das heißt, ist eigentlich vollkommen wurscht. Ich will Ihnen das bloß nochmal zeigen. Sehr, dann haben wir das nämlich auch entsprechend geschafft. So, ich mache das mal zu. Und werde das gleich mal als umbenennen. Das ist jetzt was ich Ihnen heute erzählt habe, das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Arbeit mit mehreren Tabellen. Ich bin kurz auf Update eingegangen. Ich bin kurz auf Insert eingegangen. Ich bin aber nochmal wesentlich auf Select eingegangen und die Möglichkeiten, die Select bietet, um mehrere Tabellen zusammenzuführen in so einem ER-Modell. Ne? Das ist also eine wichtige Sache. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wir werden also nächste Woche eine Wiederholung machen. Ist das die letzte Mal vor der Prüfung? Ja, machen wir eine Wiederholung. Und dann sind wir eigentlich durch mit der Aktion. Ja, bitte, beschäftigen Sie sich da mit dieser Geschichte. Ich habe das bewusst heute nochmal zusammengefasst alles. Haben wir natürlich schon viele Rudimente vorher gemacht, aber heute nochmal zusammenfassend, das ist ganz wichtig. Wenn Sie das verstanden haben, was ich Ihnen heute hier erzählt habe, ich bin natürlich nicht darauf eingegangen, wie man das XM einrichtet, das davon gehe ich aus, aber ich bin auch nicht darauf eingegangen, wie man mit PHP MyAdmin arbeitet, haben Sie ja gesehen. Dann haben Sie hier sehr gute Karten, sehr, sehr gute Karten, klarzukommen in der ganzen Geschichte. Ja? Gut, dann möchte ich mich verabschieden bei Ihnen. Ich hoffe, es war nicht so langweilig. Wie gesagt, das ist zwei Stunden war nicht ungefähr, ne, oder zwei. Morgen sehen wir uns nicht, dafür habe ich das aufgezeichnet. Und wir sehen uns dann nächste Woche und dann machen wir noch eine kleine Wiederholung zur Arbeit am 23. Und dann sehen Sie zu, dass Sie das Ding vorher abgegeben bekommen. Haben Sie Zeit bis zum 23. 7 Uhr, dann gucke ich mir das an. Ich vergleiche das mit den Prüfungslisten und dann wünsche ich Ihnen erstmal noch eine angenehme Woche. Wiedersehen.